hallo, eine neue Folge des Übergabe-Podcasts. Wir heißen alle treuen Hörer herzlich willkommen und natürlich auch alle neuen Hörer. Ich sitze hier mit Alex, moin moin. Mike, hallo. Ja, hi. Sitzen wir hier gerade in Bielefeld. Und zwar befinden wir uns im Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld. Und nachdem die letzte Folge alleine aufgenommen wurde, sitzen wir heute wieder mit einem Gast hier. Genau, wie man das ja eigentlich von uns kennt. Und zwar ist es niemand Geringeres als Dr. Klaus Wingenfeld. Hallo. 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 Ja, wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind. Und ich würde Sie zu Beginn einfach kurz vorstellen. Okay, also Sie sind Gesundheitswissenschaftler und Sie sind schon sehr lange hier, seit Mitte der 90er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Pflegewissenschaft gestartet und seit 2004 Geschäftsführer des Instituts für Pflegewissenschaft hier in Bielefeld. Und ja, hier am Institut für Pflegewissenschaft widmen Sie sich verschiedensten Aufgaben. Hier sind verschiedene Projekte und die wahrscheinlich bekanntesten Projekte sind im Bereich der Weiterentwicklung im Grunde genommen der Pflege. Deswegen sitzen wir auch heute hier. Es soll nämlich heute um das neue Prüfverfahren gehen. Aktuell laufen aber auch Projekte zur Übergangsversorgung vom Krankenhaus in die Häuslichkeit und auch im Bereich der ambulanten Pflege haben wir verschiedene Projekte hier. Genau. Gibt es da irgendwas noch zu ergänzen? Ach, zu ergänzen vielleicht nicht, nur im Moment liegt tatsächlich ein Schwerpunkt unserer Tätigkeiten in der Umsetzung verschiedener Reformentwicklungen. Das fängt an beim neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, geht dann weiter über die Weiterentwicklung des Profils in der ambulanten Pflege bis hin zu dem eben sehr aktuellen Thema, soll man sagen, Neuanfang im Bereich der Qualitätsbeurteilung. Ich würde vorschlagen, damit wir keine Zeit verlieren, wir sind ja immer ein bisschen getrieben von der Zeit, dass wir direkt einsteigen. Und zwar geht es oder soll es heute um das neue Qualitätsprüfverfahren gehen. Und es ist natürlich die Frage, was ist eigentlich Qualität? Also wie kommt man da eigentlich so drauf? Wie verstehen Sie Qualität? Also ich glaube, im weitesten Sinne kann man sagen, auch mit offiziellen Definitionen, Qualität ist halt der Grad der Zielerreichung vorgegebener Ziele. Das ist je nach Bereich, wird das auch ein bisschen unterschiedlich gewichtet. Wir haben es im Moment im Bereich der Qualitätsprüfungen eher mit, sagen wir mal, mit der Ebene zu tun, oder mit der übergeordneten Frage zu tun, wie werden die Prozesse in der Pflege, wie werden die Strukturen in der Pflege gestaltet. Dazu gibt es dann dezidierte Anforderungen, die mal mehr, mal weniger sinnvoll sind, fachlich gesehen. Also das ist sozusagen der Schwerpunkt. Ich schaue mir an, welche Anforderungen gibt es eigentlich, die zu erfüllen sind. Es gibt aber andere Ansätze, die sagen, wir haben übergeordnete fachliche Ziele und wir bemessen eben die Qualität der Pflege an der Frage, inwieweit dann diese zum Beispiel dann eben sehr stark patientenbezogen oder bewohnerbezogenen Ziele erreicht werden können. Das ist einer der Ansätze, den wir im Moment verfolgen. Das ist nämlich die Beurteilung von Ergebnisqualität. Genau. Dazu habe ich tatsächlich in meinem Bachelorstudium schon was gemacht, 2012. Und Sie sind ja auch schon sehr lange mit diesen Projekten auch behaftet zur Ergebnisqualität. Und daraus ist ja jetzt auch relativ viel scheinbar entsprungen. Wie hat das Ganze denn eigentlich angefangen mit dieser Entwicklung? Tja, da muss man eigentlich ziemlich weit zurückgehen, bis hin zur Entstehung der Pflegeversicherung, ja. Weil da entstand dieses Prüfsystem und es war Mitte der 1990er Jahre, als man sich eben fragte, was sollen die medizinischen Dienste im Auftrag der Kostenträger, das heißt vor allen Dingen der Pflegekassen, im Unterschied zu den Heimaufsichtsbehörden eigentlich prüfen? Und man hat damals ja angefangen, sagen wir mal, ohne sehr weitreichende methodische Vorbereitungen. Und insofern waren die ersten Prüfkriterien, die es gab, ein ziemliches Mischmasch an, vor allen Dingen an Struktur- und Prozesskriterien. Die wurden im Laufe der Zeit immer ein Stück weiterentwickelt. Und parallel entstand dann aber in der Gesellschaft eine Diskussion darüber tatsächlich, was ist denn eigentlich Pflegequalität? Was macht Pflegequalität aus? Und
Charakteristisch war dann, das war zum Beispiel vor 10 Jahren wieder einmal so eine Phase, dass wir eine sehr kontroverse Diskussion über Qualität hatten, wo man in der Öffentlichkeit eben nicht so richtig unterscheiden konnte, sprechen wir hier von der Situation des Bewohners, Patienten, sprechen wir von Dokumentationsqualität, sprechen wir von der Erfüllung von Anforderungen gegenüber der strukturellen Seite in den Einrichtungen. Das war alles nicht so ganz klar. Und insofern begann verstärkt ja vor etwas mehr als 10 Jahren eine Diskussion, die sagt, wir wollen ein System haben, in dem wir eben sehr klar wissen, wovon sprechen wir eigentlich. Sprechen wir, wie gesagt, von der Bewohnersituation? Sprechen wir von Versorgungsergebnissen? Sprechen wir von fachlichen Kriterien? Oder wovon sprechen wir eigentlich? Damals wurden verschiedene Akteure in der Pflege aktiv, unter anderem eben auch die Verbände, insbesondere die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, sind damals auf die Politik zugegangen und haben gesagt, wir wollen ein System, in dem eben nicht mehr diese Schlagzeilen zu lesen sind, ja, es sieht ganz fürchterlich aus in den Heimen, sondern wir wollen tatsächlich eine, ja, wie soll man sagen, ja, später hat man gesagt, transparente Situation zur Qualität, also wir wollen wirklich klar machen, was passiert in den Einrichtungen. Und das, was es teilweise an Horrormeldungen in den Medien immer wieder gab, das sollte eben ein Stück weit zurückgefahren werden oder sagen wir mal an Bedeutung verlieren zugunsten einer eher rationaleren Diskussion um Qualität. Die Politik, genauer gesagt das Bundesgesundheitsministerium und das Familienministerium, haben das aufgegriffen, weil auch die Politik, sagen wir mal, leidet in Anführungszeichen immer unter solchen gesellschaftlichen Diskussionen, denn am Ende wird immer die Politik verantwortlich gemacht. Und insofern gab es da auch ein politisches Interesse daran, das System weiterzuentwickeln. Ja, und herausgekommen ist dann tatsächlich ein Auftrag, den wir dann am Ende gemeinsam mit einem anderen Institut in Köln dann auch übernommen haben, eben der Versuch, ein neues System der Beurteilung von Ergebnisqualität zu entwickeln, im Unterschied zu bisherigen Ansätzen, die dann eben immer auf Strukturen und und Prozesse ausgerichtet waren. Es sollte dann tatsächlich ein Ansatz werden, bei dem die Frage, wie geht es dem Bewohner in diesem Fall, also für der Heimbewohner, das im Mittelpunkt steht. Parallel gab es aber andere Prozesse, die mit dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz aus dem Jahr 2008 nochmal besonders akzentuiert worden sind. Nämlich das Pflegeweiterentwicklungsgesetz hat damals ja festgelegt, dass zukünftig auch Qualitätsprüfungsergebnisse veröffentlicht werden sollen. Und das führte natürlich dann zu einer sehr großen Veränderung und auch zu einer viel größeren Sensibilität gegenüber methodischen Fragen der Qualitätsbeurteilung, als es bislang der Fall war. Dieses Gesetz hat uns dann die Pflegenoten beschert, die Transparenzvereinbarungen und die entsprechenden Berichte, die dann eben in der Folgezeit immer stärker kritisch hinterfragt worden sind. Sie waren eigentlich von Anfang an umstritten, aber sagen wir mal, je mehr Erfahrungen man mit dem System hatte, umso schwieriger wurde es dann eigentlich, sodass die Frage, ja, wie kann man denn eigentlich das System weiterentwickeln, wie kommen wir denn jetzt zu einem neuen Gesamtkonzept zur Qualitätsbeurteilung, zu öffentlichen Qualitätsberichten, das wurde eigentlich immer dringlicher. Ja. So, und ja, so landete man am Ende dann im Jahr 2015 nach verschiedenen anderen Versuchen, nämlich beim 2015 deshalb, weil da wurde am Ende des Jahres das Pflegestärkungsgesetz 2 verabschiedet und das legte sehr konkret fest, wie das zukünftige System eben weiterentwickelt werden sollte. Mhm. Ja. Wobei die Pflegenoten ja bisher, also zumindest darstellen, dass wir sehr gute Heime haben. Genau. Überaus. Sehr gute Heime. Genau. Naja, das Interessante ist mal, wenn man sich mal anschaut, die Schlagzeilen in der Presse, zum Beispiel im Jahr 2007, also die Hälfte der Bewohner in den Heimen wird unzureichend ernährt beispielsweise und dass mal dann die Pflegenot mal daneben liegt, die ja dann 2-3 Jahre später da waren, das ist also nicht so richtig übereinander zu bringen. Mhm. Genau. Okay, also hat man auf Bundesebene eigentlich erkannt, okay, wir brauchen eigentlich ein anderes System, weil das aktuelle System eigentlich nicht die Wahrheit widerspiegelt.
nicht die Wahrheit widerspiegelt, aber auch, sagen wir mal, viele andere Fragen aufgeworfen hat. Zum Beispiel, es gibt ja diese berühmte Gesamtnote, Durchschnittsnote, wo dann Dinge verrechnet werden, also sowohl fachlich relevante Fragen wie auch eher weniger relevante Strukturkriterien, wo man sich fragt, was sagt denn am Ende diese Note aus? Hier in der Universität wissen wir zum Beispiel, wenn wir die Note 1,3 vergeben, das ist eine herausragende Leistung. Wenn wir jetzt in diesen Transparenzberichten aber die Note 1,3 lesen, was sagt die eigentlich? Damit ist man ja schon am Ende eigentlich, also da ist man ja schon fast schlecht. Ja, man ist schon fast schlecht. Na, aber vor allen Dingen, also wie gesagt, das System wurde ja auch geschaffen, um Menschen, die vielleicht theoretisch auf der Suche nach einer Einrichtung sind, um denen nochmal Handlungsorientierungen zu geben. Und da war das System in sich eigentlich gar nicht richtig durchdacht, weil im Grunde genommen spiegeln diese Noten immer nur die Erfüllung von Mindestanforderungen wider. Das heißt, deshalb bringe ich absichtlich dieses Beispiel, auch diesen Vergleich mit der Universität. Man kann ja gar nicht sagen, hier ist eine herausragende Leistung im Bereich der pflegerischen Qualität. Man kann eigentlich immer nur sagen, bei diesen Pflegenoten, hier wurden die Mindestanforderungen erfüllt. Und das bezeichnet man dann eben als sehr gut, weil man meinte, dass diese Noten so am besten von den Bürgern verstanden werden. Okay. Weil sie jeder aus der Schule kennt. Ja. Genau. Ich glaube, das ist auch der größte springende Punkt, dass es halt die Mindestanforderungen sind. Und oftmals wird so gesehen, ach, das ist ja super, sehr gut abgeschnitten. Also das ist ja ein Altenpflegeheim mit super Reputation und super Ergebnisqualität und so, was ja eigentlich de facto gar nicht der Fall ist, was diese Noten eigentlich nicht abbilden. Ja, genau, das ist nicht der Fall. Das haben wir in unseren Projekten auch immer wieder feststellen können. Wir begleiten ja jetzt schon seit dem Jahr 2012 doch eine ganze Menge an Einrichtungen, bei denen wir dann auch die Gelegenheit hatten, mal die Pflegenoten und das, was wir an Erkenntnissen über Ergebnisqualität in den Einrichtungen hatten, das konnten wir mal so nebeneinander legen und haben dann eben festgestellt, das hat wirklich nicht mit viel miteinander zu tun. Diese guten Bewertungen, tja, man weiß gar nicht, was sie ausdrücken, ehrlich gesagt. Also die Erfüllung von Mindestanforderungen auf der Prozessebene, aber das besagt überhaupt noch nichts zu der Frage beispielsweise, wie gut geht es dem Bewohner? Das Ja, Hauptsache die Struktur passt, das Essen stimmt. Ja, die Dokumentation steht. Die Dokumentation steht. Das, was gefordert wird im Prüfkatalog, steht auf jeden Fall in der Dokumentation. Genau. Ja. Aber es gab noch andere Probleme. Es gab auch das Problem, sagen wir mal, dass man das methodisch auch nicht so richtig in den Griff bekommen hat, weil in der Praxis sieht es dann bei den Qualitätsprüfungen ja häufig so aus, da ist dann ein oder zwei Bewohner sind in der Stichprobe des Prüfdienstes und bei denen wird dann, das war so immer das berühmte Beispiel, das Thema Kompressionsstrümpfe beurteilt. So. Und daraus wird dann etwas abgeleitet. Also ich sehe bei einem Bewohner eine Situation, die ist gut oder meinetwegen ist sie auch defizitär und ich verallgemeinere dann von dem, was ich bei diesem einen oder vielleicht auch bei zwei Bewohnern oder Patienten finde, daraus leite ich eine Bewertung ab und das ist methodisch gesehen natürlich sehr gewagt. Ja. Gut, jetzt gibt's ja ein neues System, wo wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Mich würde aber vorweg nochmal interessieren, wie ist denn der Weg dahin jetzt gekommen? Also woher hat man denn jetzt Erkenntnisse gesammelt für das neue System? Also wo ist sozusagen der Ausgangspunkt für die Sammlung von neuen Kriterien? Ja, also das bei diesem Prozess war eines von vornherein klar, wie gesagt, der Fokus sollte auf dem Thema Ergebnisqualität liegen und das bedeutet in diesem Fall wirklich ziemlich entlang der Frage zu arbeiten, wie geht's dem Bewohner? Im Krankenhaus würde man sagen, dem Patienten. Also das ist immer der Fokus. Und das heißt nicht nur in gesundheitlicher Hinsicht, sondern das gilt auch für seine Lebenssituation insgesamt. Also das war sozusagen die Marschlinie. Und dann stellt sich die Frage, wie schafft man es eigentlich, verlässlich Aussagen darüber zu gewinnen? Und zwar in einem Regelverfahren. Das ist nochmal wichtig. Also in einem Verfahren, in dem man regelmäßig, also das heißt jährlich, tatsächlich Informationen
Informationen sammelt, um dann am Ende zu Qualitätsaussagen zu kommen. Dazu gab es international oder gibt es auch international einige Beispiele. Die Amerikaner, die haben, glaube ich, die meiste Erfahrung mit solchen Systemen. Dort gibt es schon seit vielen Jahren einen sogenannten Pflegeheimvergleich, der eben auch mit solchen Indikatoren für Ergebnisqualität arbeitet. Die Holländer hatten mal ein ähnliches System. Es gibt in anderen Ländern vergleichbare Indikatorenansätze, die aber immer unterschiedlichen Zielsetzungen dienen. Zum Beispiel in Australien gab es damals, als wir den Ansatz entwickelten, auch einen Indikatorenansatz. Der diente aber gar nicht zur Beurteilung der einzelnen Einrichtungen, sondern eher der Beurteilung der Frage, wie gut ist denn unser Gesundheitssystem eigentlich aufgestellt? Also da hat man solche Kennzahlen. Einen größeren Fokus nochmal gesetzt. Genau. Ja, gut, also wir hatten solche Vorbilder in Anführungszeichen, und dann stellt sich natürlich immer die Frage, was davon ist in Deutschland zu übernehmen, beziehungsweise was ist auf die deutsche Situation auch anwendbar. Und damals haben wir dann auch sehr intensiv mit knapp 50 Einrichtungen zusammengearbeitet. Das heißt, da versucht, mit diesen Einrichtungen in ein Gespräch zu kommen und zu fragen, was ist denn aus eurer Sicht das, was etwas über eure Ergebnisqualität aussagt. Und das war ein wechselhafter Prozess, in dem wir dann eben immer wieder methodisch prüfen mussten, was ist tragfähig, indem wir dann aber auch zum Beispiel prüfen mussten, was können die Einrichtungen leisten, wenn es um die regelmäßige Ergebniserfassung geht, weil man muss Informationen bereitstellen, die nur die Einrichtungen bereitstellen können. Das ist ein Aufwand. Ja, und so schälte sich dann eben auch am Ende eine ganz bestimmte Art von Indikatoren heraus, die wir dann fürs Regelsystem empfohlen haben. Und das sind die Indikatoren, über die wir jetzt auch im Augenblick sprechen, bezogen auf die Einführung. Wir haben damals aber auch nochmal andere, wie soll man sagen, Module eines Gesamtsystems entwickelt, zum Beispiel eine Bewohnerbefragung, die ganz interessant war, aber sehr aufwendig war. Also, weil es handelte sich dabei nicht um eine rein standardisierte Befragung, sondern eher um eine halbstandardisierte Befragung, was dann dazu führte, dass eher Bewohnerinterviews waren, die eben sehr zeitaufwendig sind. Den Bewohnern hat es meist viel Spaß gemacht, auch den Mitarbeitern, die das durchgeführt haben. Ja. Nur als Regelverfahren kann man das eigentlich nicht umsetzen. Mhm. Ja. Okay. Sie haben jetzt viel über Indikatoren gesprochen. Was sind denn überhaupt Indikatoren? Also, dass wir erstmal verständlich veranschaulichen, auf welcher Basis das Ganze stattfindet. Ja, man sagt Indikatoren oder Kennzahlen. Konkret hat man, also in dem Konzept, das wir entwickelt haben, kann man sich da Prozentanteile vorstellen, vielleicht am ehesten, dass man schaut sich dann eben die Bewohner einer Einrichtung an oder bestimmte Bewohnergruppen einer Einrichtung, und dann hat man am Ende zum Beispiel die Aussage, wir haben 20% der Bewohner, die mobilitätsbeeinträchtigt sind, die innerhalb eines halben Jahres einen neuen Dekubitus entwickelt haben. Das ist so ein Beispiel für einen Indikator. Also wir sprechen von Kennzahlen, die meistens eben, oder nee, in unserem Ansatz, die durchgängig Bewohneranteile beschreiben. Und diese Anteile vergleichen wir dann eben mit den Anteilen anderer Bewohner. Und so kommt dann eine vergleichende Qualitätsbeurteilung zustande. So funktioniert das in etwa. In Wirklichkeit ist es noch viel komplizierter, weil um diese Vergleichbarkeit herzustellen, muss man verschiedene Gruppendefinitionen, Ein- und Ausschlusskriterien dann auch nochmal festlegen. Das ist sozusagen dann der methodische, etwas aufwendigere Teil. Aber im Grundsatz geht es immer um die Frage, inwiefern positive oder negative Versorgungsergebnisse erreicht wurden. Also im Idealfall hat man zum Beispiel ein positives, um bei dem Beispiel zu bleiben, ein positives Versorgungsergebnis. Kein einziger Bewohner entwickelt einen neuen Dekubitus in einer Einrichtung. Solche Einrichtungen gibt es auch. Da würde man dann eben sagen, gute Ergebnisqualität. Und das ist aber eigentlich eher der Ausnahmefall. Das heißt, man hat immer so, zurück zum Anfang, einen gewissen Zielerreichungsgrad. Bei den Indikatoren bildet sich das dann eben sehr stark ab. Manche Einrichtungen sind eben nah an den guten Ergebnissen, andere haben teilweise doch etwas sehr ernüchternde Ergebnisse auch vorzuweisen.
Und die Erhebung der Indikatoren obliegt ja dann erstmal den Pflegenden der jeweiligen Einrichtung. Mhm. Und das wird dann später sozusagen geprüft. Genau. Mhm. Ja, das ist nochmal eine Besonderheit, wenn man Ergebnisqualität auf diese Art und Weise seriös erfassen will, dann muss man ein paar Anforderungen beachten und eine Anforderung lautet, zum Beispiel man braucht eine Vollerfassung der Bewohner, das heißt man kann nicht mit Stichproben arbeiten, wie zum Beispiel bei Qualitätsprüfungen, sondern man muss alle Bewohner einbeziehen, sonst wird das Ganze so ungenau, dass man eigentlich nicht seriös von einer vergleichenden Qualitätsbeurteilung dann sprechen kann, also dann wird das eigentlich von vornherein nicht funktionieren. Also das ist einmal die methodische Anforderung, aber dann gibt es noch eine, wie soll man sagen, fachpolitische Überlegungen dabei. Das heißt, dieses Thema Ergebnisqualität ist eigentlich auch ein Versuch, die Pflegenden in den Einrichtungen, das heißt die Fachlichkeit, die fachliche Basis der Versorgung ein Stück weit zu stärken. Und zwar so, indem dann eben quasi die Mitarbeiter selbst, das darauf läuft es am Ende hinaus, auch ihre eigenen Versorgungsergebnisse erfassen. So, das natürlich auch im internen Qualitätsmanagement nutzen, aber erstmal erfassen sie ihre Versorgungsergebnisse und da liegt dann eben auch ein bisschen die Verknüpfung zwischen externer Bewertung und internem Arbeiten mit qualitätsrelevanten Informationen. Darüber sprechen wir dann bestimmt gleich nochmal. So. Den Ansatz finde ich total spannend, weil die Pflegenden dann so auf so eine Outcome-Ebene kommen, wo sie dann das Outcome bemessen oder das Ergebnis bemessen müssen oder sollten und das Ergebnis auch erstmal sehen müssen. Genau. Also das finde ich sehr, sehr interessant, da ich glaube, dieses Ergebnisdenken noch gar nicht so in der Pflege, in der derzeitigen SGB-11-Pflege so verankert ist. Wenn ich mich an meiner praktischen Zeit zurückdenke, ist es so, dass man natürlich immer irgendwie was gemacht hat, aber sich dessen nie bewusst war, was möchte ich denn überhaupt damit erreichen? Mhm. Und das ist natürlich dann ein Schritt dazu, wo ich dann in diese Denke vielleicht reinkomme. Ja, gut. Aber wenn ich da fängt ja, also wenn du deine Pflegeplanung ja sozusagen erarbeitest und die eigentlich auch gut pflegst, müsstest du auch rein theoretisch immer diesen ganzen Prozess immer mitplanen, nicht? Also ja, natürlich. Rein also theoretisch im gesehen, besten Fall müsste ich irgendwie Ziele planen und mir Gedanken darüber machen. Aber was das Ergebnis ist. Ich glaube, das ist für die Praxis ist das erstmal fern. Also, naja, aber sagen wir mal, da wollen wir wieder hin, wenn ich das mal so sage. Ja, absolut. Weil eigentlich muss man ja sagen, die Erfassung von Ergebnissen, die Beurteilung von Ergebnissen ist Teil des Pflegeprozesses, also eigentlich selbstverständlich. Und die Frage ist dann schon, wie kann ich das in der Praxis umsetzen? Und wir haben in Deutschland aber leider nun mal eine Situation, wo tatsächlich so ein, zum Beispiel der Evaluationsschritt im Pflegeprozess, also wo man eigentlich sich Ergebnisse anschauen sollen, wie wird das in der Praxis gemacht? Also in den meisten Einrichtungen schaut man sich dann die individuelle Maßnahmenplanung an. Stimmt das noch so ungefähr Pi mal Daumen? Und wenn sich die Situation des Bewohners nicht verändert hat, dann schreibt man sie fort. Ja, das ist dann die Evaluation. Ja. Es ist also nicht eben das, was es sozusagen aus einer rein fachlichen Perspektive eigentlich sein sollte, dass man mal innehält, reflektiert, wo stehen wir denn oder beziehungsweise wo steht der Bewohner? Was bedeutet das jetzt eigentlich, zum Beispiel, wenn sich Mobilität verändert hat oder wenn bestimmte Risiken aufgetreten sind, was bedeutet das eigentlich? Wie reagieren wir darauf? Aber dieser Prozess, ich glaube, so war jetzt auch die Idee von Ihnen, den gibt es tatsächlich nur noch selten in der Praxis. Ja, ne? Genau. Wir hatten das in der letzten Folge auch besprochen. Da ich so ein bisschen das amerikanische System kenne und mir das im Januar nochmal in den stationären Pflegeheimen dort angeguckt habe, ist das immer, also das ist auch wirklich der gefühlte Unterschied, den ich immer erlebe, dass die Amerikaner sehr auf der Outcome-Ebene denken und halt gucken, 0% Dekubitus, wir haben so viel Antipsychotika-Gabe und so weiter. Und diese Denke erlebe ich in Deutschland fast gar nicht mehr. Nee. Oder? Überhaupt nicht mehr. Ja. Genau. Ja, aber das kann man sich überlegen. Und das ist im Moment das Spannende eigentlich, wie reagiert auch zum Beispiel die Berufsgruppe auf diese Veränderung. Viele sind, oder nicht viele, aber doch einige sind ein bisschen skeptisch. Das heißt, sie wissen auch nicht, was bedeutet das eigentlich. Aber wenn man einmal schaut in die USA, was bewirkt das auch so an der Haltung der Mitarbeiter, da muss man schon sagen, das sind auch sehr positive Effekte. Mhm.
In Deutschland hatten wir bislang ein bisschen den umgekehrten Prozess. Also was bewirken eigentlich diese Transparenzkriterien in der Haltung der Mitarbeiter, nämlich dass für sie Qualität etwas Äußerliches ist, dass sie es so erleben, hier kommt ein externer Prüfdienst, der arbeitet mit mal mehr sinnvollen Kriterien. Damit wird meine Arbeit bewertet und so macht sich in Deutschland schon ein bisschen die Mentalität breit. Qualität ist etwas, was die Prüfdienste betrifft und es ist auch etwas, was uns im Alltag eher belastet und nicht, was, sagen wir mal, zur Fachlichkeit dazu gehört. Ne? Genau. Und ich glaube fast, das hat auch dazu beigetragen, dass die Pflegedokumentation so ein bisschen einfach das Qualitätsinstrument auf einmal geworden ist, was man immer mit der MDK verknüpft und denkt, ich dokumentiere ja sowieso nur für die Prüfinstanz und nicht, um den Pflegeprozess zu gestalten. Mhm. Und da denke ich, vielleicht kann das auch ein bisschen mit den Indikatoren einen anderen Weg einschlagen. Ja, genau. Das ist zumindest eines der Ziele, die wir damit verfolgen und teilweise, das sehen wir auch in den Projekten, die wir durchgeführt haben, also in dem Moment, wo man den Mitarbeitern, den Fachkräften wirklich auch eine aktive Rolle wieder in der Auseinandersetzung mit Qualität gibt, da fangen sie auch wieder an, anders mit Qualität umzugehen und da auch und diese Rolle auch wieder anzunehmen. Ne? Das ist eine ganz schöne Entwicklung in den Projekten. Ja, gut. Ja, geht jetzt eben nicht mehr darum, dass der Speiseplan ausgehangen ist. Ja, genau. Sondern man schaut sich jetzt wirklich mal Schriftgröße den 26. Genau, man guckt sich jetzt einfach mal den Gegenstand der eigentlichen Pflege an. So, und ich glaube, dass es dann auch keinen Grund mehr zum Meckern gibt, wenn es immer heißt, ja, Hauptsache der Speiseplan hängt, aber was mit den Bewohnenden passiert, das wird eben nicht gesehen und nicht honoriert, so ich arbeite ins Leere. Und das passiert jetzt nicht mehr, weil jetzt genau die Tätigkeit sichtbar wird. Genau. Welche Indikatoren werden denn eigentlich angewendet? Also für welche hat man sich denn jetzt endlich entschieden? Also man hat jetzt weitestgehend den Ansatz übernommen, den wir damals entwickelt haben. Das bedeutet, von der inhaltlichen Seite her gibt es einen ganz großen Schwerpunkt beim Thema Erhalt der Selbstständigkeit. Also es reicht vom Erhalt der Mobilität bis dann eben auch zum Erhalt der Selbstständigkeit bei der Gestaltung des Alltagslebens. Und das ist ein Beispiel dafür, wie wir versuchen, auch die Dinge zusammenzuführen. Da finden sich dann wiederum verschiedene Themen aus dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff wieder. Das heißt, dass Mobilität Verständnis, was wir jetzt bei den Indikatoren haben, das ist quasi 1:1 das Verständnis, was jetzt auch im Rahmen des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs auch eine Rolle spielt. Und insofern müsste das den Mitarbeitern auch ein bisschen vertraut sein inzwischen. Also das ist ein ganz großer Bereich, Erhalt der Selbstständigkeit. Ein zweiter Bereich betrifft das Thema Schutz vor Risiken und Gefährdungen. Da finden wir dann so klassische Themen wie Dekubitusentstehung, unbeabsichtigten Gewichtsverlust oder eben auch Sturzverletzungen. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich bei den Indikatoren. Der ist dann eben meistens für Bewohner mit einer speziellen Lebens- oder Bedarfskonstellation vorgesehen. Dazu gehört einmal der Einsatz von Gurtfixierungen oder der Einsatz von Bettseitenteilen bei kognitiv beeinträchtigten Bewohnern, bei denen das eben nochmal eine besondere Problematik darstellt. Also das beschränkt sich dann auf diese Bewohnergruppe, dieser Indikator. Und dann haben wir noch zwei Themen, bei denen wir ja leider keine echten Ergebnisindikatoren verwenden können, sondern nur Hilfskonstruktionen. Das ist einmal das Thema Schmerz und einmal das Thema Unterstützung im Rahmen des Heimeinzugs. So, und das ist so in etwa das Spektrum, ja. Ja. Ich finde es interessant, weil auch der Wandel jetzt so ein bisschen weggeht. Es geht nicht mehr um die Anzahl von Stürzen, sondern jetzt wirklich um die Folgen von Stürzen. Ja. Das finde ich nochmal viel interessanter, weil das den Blick auf die Sturzproblematik lenkt. Also, dass man schaut, es ist okay, wenn jemand stürzt, aber was resultiert daraus? So, und das ist nochmal eine ganz andere Denkweise. Und das ist, glaube ich, auch ein Kriterium bei der Bewertung von Magnetkrankenhäusern. Also, das ist auch eine Kennzahl. Ja, das hat, sagen wir mal, zwei Seiten, eine fachliche und eine methodische. Fachliche einmal ist tatsächlich so, was ist sozusagen das für den Patienten oder Bewohner kritische Ereignis? Das ist dann die Sturzverletzung, die seinen Alltag dann eben auch stark behelligt. Nicht der Sturz selbst. Stürzen gehört, wie man so schön sagt, eben zum Leben dazu. Ja. In allen Altersgruppen in höherem Alter natürlich verstärkt. Also das ist das Entscheidende eben im Blick auf den Lebensalltag. Aber bei den Indikatoren hat man manchmal auch schlicht methodische
Zwänge, die einen zu solchen Konstruktionen führt. In dem Fall ist es zum Beispiel so, dass wir festgestellt haben, die Sturzhäufigkeit in den Einrichtungen streut sehr stark, und zwar nicht, weil die Sturzhäufigkeit tatsächlich sehr stark streut, sondern weil das, was die Mitarbeiter oder die Einrichtungen als Sturz definieren, am Ende trotz aller fachlichen Definitionen, die inzwischen alle kennen, dann doch sehr, sehr unterschiedlich ist. Ne? Also da gibt es dann Einrichtungen, die sind sehr sparsam mit der Feststellung, hier hat ein Sturz stattgefunden, und andere dokumentieren jedes kleine Ereignis. Mhm. Und deshalb hat man da eine ganz unzuverlässige Größe. Und das ist bei diesem Indikatorenansatz wichtig. Wir suchen immer nach den methodisch zuverlässigen Größen. Die braucht man eben dann auch, wenn das Ganze eine nach außen gerichtete Wirkung entfalten soll. Ne? Gab es Indikatoren, die jetzt in dieses Prüfsystem vielleicht noch nicht reingekommen sind und erst noch rausgehalten wurden oder rausgeflogen sind? Ja, es gab eine ganze Menge an Themen oder Indikatoren, bei denen, die wir anfangs in den Blick genommen haben, die aber jetzt dann erstmal nicht mehr drin sind in dem Ansatz. Das ist zum Beispiel, das haben wir auch von den Amerikanern abgeguckt, das ist zum Beispiel die Frage, wie viele Bewohner, die keine psychiatrische Diagnose haben, bekommen Psychopharmaka? Das ist eine Kennzahl, die gibt es in anderen Ländern, ist sehr interessant eigentlich, aber man muss jetzt dann auch wieder das ein bisschen zurückbringen auf den Prozess in Deutschland, wo es ja darum geht, die Verantwortung der Einrichtungen dann am Ende zu bewerten, und immer da, und das ist ein bisschen eine andere Situation als in den Vereinigten Staaten, immer da, wo Ärzte ins Spiel kommen, da fängt dann, sagen wir mal, die Kontroverse an, was ist Verantwortung der Einrichtung und was ist Verantwortung der anderen Berufsgruppe. Mhm. Und das führte zum Beispiel dazu, dass wir bestimmte Themen so nicht aufnehmen konnten, beziehungsweise so nicht aufgenommen haben. Auch die Einrichtungen haben uns damals gesagt, ja, es ist ein interessantes Thema, sowas zum Beispiel, Einsatz von Psychopharmaka, aber wenn ihr wirklich Pflegequalität, also die Qualität unserer Einrichtung abbilden wollt, dann müsst ihr da andere Kernthemen aufgreifen. Ja, und so gab es eine ganze Reihe an Themen, die wir teilweise aus diesem Grund nicht aufgegriffen haben, teilweise aber auch, weil wir es methodisch nicht in den Griff bekommen haben. Beispiel Kontrakturen, eigentlich ein typischer, also vom Phänomen her, Bewegungseinschränkung der Gelenke, typisches Merkmal der Ergebnisqualität. Aber beim Versuch, das in den, also wirklich die Frage zuverlässig zu beantworten, welcher eurer Bewohner hat denn eigentlich eine Kontraktur, daran sind wir gescheitert, weil das haben nicht nur die Pflegenden nicht geschafft, sondern auch die Physiotherapeuten waren da immer sehr unterschiedlicher Meinung, und das ist so ein Beispiel, also da gibt es Unsicherheiten halt, um festzustellen, liegt jetzt so ein Problem vor oder nicht, und wenn diese Unsicherheit nicht ausgemerzt werden kann, wenn wir kein vernünftiges Instrument haben, dann müssen wir das Thema eben fallen lassen. Das ist ein Beispiel dafür. Ja. Interessant, ja. Genau, was mich vielleicht noch interessieren würde, so in der Diskussion, weil wir gerade auch über amerikanische oder Amerika als Vorbild gesprochen haben, wie sieht denn das aus mit vermeidbaren Krankenhauseinweisungen, also akuten Krankenhauseinweisungen, gerade so in dieser Diskussion mit AMPs im Langzeitpflegebereich, spielte das vielleicht eine Rolle oder haben Sie das auch mitgedacht? Ja, das war auch einer unserer ersten, wie soll man sagen, Testballons, also die Frage der Notfallaufnahmen oder Notfallüberweisung oder wie man es auch nennen will, ins Krankenhaus. Aber das ist auch so ein Beispiel. Die methodische Anforderung lautet, wir müssen eigentlich immer eindeutig entscheiden können, haben wir es hier mit einem eindeutig unerwünschten oder Ereignis zu tun. Und das ist bei diesen Themen schwierig, also beim Thema Aufnahmen in das Krankenhaus. Für das interne Qualitätsmanagement halte ich das für hilfreich und wichtig, auch so eine Kennzahl zu haben. Aber in dem Moment, wo man anfängt, Einrichtungen zu vergleichen und das anhand solcher Überweisungs- oder Aufnahmeraten dann zu machen, da wird es dann ein bisschen schwierig, weil da hängt es eben von sehr vielen anderen Faktoren ab,
von Ärzten teilweise, von der Kooperation mit Ärzten, also von auch der geregelten Kooperation mit Ärzten, auch von der Infrastruktur, der Umgebung. Das beeinflusst am Ende dann schon auch die Frage, inwieweit man dann eben einen Notfall feststellt oder nicht seitens der Mitarbeiter. Und deshalb haben wir am Ende von dem Thema zum Beispiel Abstand genommen. Ne? Das war einfach methodisch zu unsicher. Das bringt mich wieder auf den Gedanken, wieder Frau Bienstein mit ihren Erkenntnissen, dass Bachelor-Absolventen im Langzeitpflegebereich die Einweisungsrate ins Krankenhaus reduzieren kann. Wenn man jetzt so eine Kennzahl hätte und man sieht, okay, die ist zu hoch, dann hat es ja tatsächlich auch was damit zu tun, dass man mal intern gucken muss, wie ist denn hier eigentlich die Qualifikation meiner Mitarbeitenden? Also natürlich ist das Problem, okay, es ist keine Kennzahl, die sich knallhart messen lässt und damit natürlich auch nicht vergleichbar gegenüber anderen Einrichtungen ist, aber nichtsdestotrotz könnte es nochmal ein Hinweis darauf sein, zu gucken, wie ist dann eigentlich meine Belegschaft so aufgestellt? Wird aber von so vielen Faktoren noch mit beeinflusst, das ist ja fast unmöglich. Was mir noch eingefallen ist zu den Indikatoren, Sie haben jetzt erzählt, dass Sie sich mit Pflegeheimen ausgetauscht haben und mit den Pflegenden. Ist in irgendeiner Weise auch die Perspektive der Pflegebedürftigen mit in die Indikatoren reingeflossen? Man weiß ja, dass, was ich gehört habe, ist oft, dass Pflegebedürftige halt nach anderen Sachen halt die Qualität bewerten, als jetzt professionell pflegen oder Pflegeheimbetreiber und ist da auch irgendwie noch so ein Part in den Indikatoren, dass man sagen kann, das haben nochmal Pflegebedürftige aus Ihrer Sicht genannt? Mhm. Naja, das war damals der Versuch, eben diese Bewohnerbefragung mit einzubeziehen. Also die war ursprünglich Teil des Gesamtansatzes. Mhm. Eigentlich hatten wir sogar vier Bausteine. Also einmal das, was wir jetzt diskutieren, die sogenannten gesundheitsbezogenen Indikatoren, dann eine Bewohnerbefragung, eine Angehörigenbefragung und dann noch als einen vierten Baustein, es war keine echte Ergebnis, Qualität, das war eine Erfassung der Teilnahme der Bewohner an Aktivitäten. Okay. So, also das war als Gesamtansatz, fanden wir damals jedenfalls relativ rund, aber nicht alles, was wir damals eben gemacht haben, eignet sich dann für den Routinebetrieb der Qualitätsbeurteilung. Ja. Aber das war der Versuch eben nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, die Bewohnerperspektive dann einzubeziehen. Vor allem im Heimbereich hat man eben die Schwierigkeit, dass bei 2/3 der Bewohner ungefähr halt aufgrund der kognitiven Beeinträchtigungen so ganz die direkte Einbeziehung der Perspektive schwierig ist. Da muss man andere Wege versuchen zu gehen und wie gesagt, vieles ist dann für das Regelverfahren eben auch nicht unbedingt geeignet. Dann schließt sich die Frage an, wie wird das denn jetzt eigentlich erhoben? Also wir haben jetzt festgestellt, okay, wir haben Indikatoren und wie werden die jetzt tatsächlich erhoben innerhalb der Einrichtung? Wie soll das funktionieren? Also ja, es gibt dann eine sogenannte Ergebniserfassung, so heißt es. Das bedeutet, dass die Einrichtung bzw. die Mitarbeiter der Einrichtung bestimmte Informationen über die Bewohner erfassen. Das sind teilweise Informationen, die haben die Einrichtungen heute routinemäßig, auch in ihrer Pflegedokumentation. Das sind zum Beispiel, bleiben wir mal beim Thema Dekubitus, ist zum Beispiel die Frage, ist in den letzten 6 Monaten ein Dekubitus entstanden? Das müssen die Mitarbeiter eigentlich wissen. muss auch dokumentiert sein übrigens. Ja. Was war das für ein Dekubitus? Also Dekubitus-Kategorie. Wo ist der entstanden? Im Krankenhaus oder in der Einrichtung? Und also so gibt es eine Reihe an Informationen, die sind eigentlich da und die werden dann in regelmäßigen Abständen dann quasi zusammengestellt. Das ist ein Teil der Information. Es gibt aber andere Informationen, die sind für die meisten Einrichtungen, für den ganz großen Teil der Einrichtungen würde ich sogar sagen, neu. Das ist zum Beispiel die kriteriengestützte Einschätzung der Mobilität oder der Selbstständigkeit. Das heißt, neben dieser, sagen wir mal, reinen Informationserfassung von dem, was schon da ist, wird dann eben auch eine aktuelle Einschätzung zum Beispiel der Mobilität des Bewohners durchgeführt oder der Selbstständigkeit im Bereich der Selbstversorgung. Das ist das, was für die Einrichtung, für die Mitarbeiter wirklich neu ist. Also auch an Zusatzaktivität dann nochmal gefordert ist. Wir verwenden dabei einige Bausteine aus dem neuen Begutachtungsverfahren.
Und das heißt, dass die Mitarbeiter Teile von dem machen, was auch im Rahmen der Begutachtung eigentlich stattfindet. Also sie versuchen systematisch dann eben anhand vorgegebener Kriterien die Mobilität einzuschätzen. Und dann vergleichen wir zum Beispiel bei der Mobilität, wie war die Mobilität vor 6 Monaten, wie ist sie heute? Und dann sehen wir, hat sich die Mobilität verschlechtert oder blieb sie erhalten? Und in dem Fall sprechen wir eben von einem positiven Versorgungsergebnis, wenn es gelungen ist, die Mobilität zu erhalten. So. Wird da zu der Verwendung von Assessments geraten oder geht es da eher auf die klinische Einschätzung anhand der Definition von Mobilität zum Beispiel? Ja, wir benutzen wirklich 1:1 das Instrument aus dem, also ein Modul ist das ja, okay. Mit 5 Kriterien ja. aus dem neuen Begutachtungsverfahren. Ja, okay. Das wird dabei einfach ja. verwendet. Okay. Ne? Ja. Es muss auch einheitlich sein, weil wenn man keine einheitlichen Methoden verwendet, dann kann man es eigentlich am Ende gar nicht mehr vergleichend beurteilen. Ja. Im Grunde genommen hängt alles zusammen, also man findet alles irgendwie wieder. Ja, also wir haben, eigentlich haben wir, ja, wir hatten auch so wenig Zeit, wir haben manches vielleicht ein bisschen neu ausgerichtet, aber man muss dann eben auch da die Methoden verwenden, die sich eignen und die auch vorhanden sind, die auch schon im Idealfall auch schon evaluiert worden sind, nur sonst dauert so ein Prozess wirklich sehr, sehr lange. Genau, für die rein praktische Umsetzung, denken Sie, dass es relativ einfach umsetzbar ist oder dass die Mitarbeiter vielleicht nochmal besondere Schulungen benötigen oder vielleicht besondere Qualitätsbeauftragte sozusagen? Also man ist immer schnell dabei, neue Stellen irgendwie zu schaffen oder neue Beauftragte, aber so wie ich das verstanden habe, soll es ja eigentlich jeder Mitarbeiter umsetzen können. Er muss eigentlich schon über das Wissen eigentlich verfügen, dass er eigentlich gar nicht groß fort- oder weitergebildet werden muss. Ja, oder sollte darüber verfügen. Eine Schulung ist erforderlich, also im Umgang mit dem Instrumentarium, das ist erforderlich. Wir gehen davon aus, dass diejenigen, die diese Einschätzung durchführen und wie gesagt, das fachlich Entscheidende ist dabei wirklich die Einschätzung der Selbstständigkeit, der Fähigkeit mit den Modulen aus dem neuen Begutachtungsverfahren. Wir rechnen dafür eigentlich für eine Vorbereitung mit einer Schulung von 1 bis 1,5 Tagen. Das ist schon erforderlich. Dann gibt es nochmal natürlich die Frage, das ist eher eine Frage auf der Leitungsebene, wie organisiert man so einen Prozess, dass man tatsächlich in eigener Verantwortung im Abstand von 6 Monaten eben diese Ergebniserfassung durchführt und natürlich im Idealfall auch so durchführt, dass sie ins interne Qualitätsmanagement auch integriert werden kann. Also zum Beispiel viele unserer Projekteinrichtungen, die verbinden diese Ergebniserfassung mit einer Pflegevisite. Kann man jetzt nicht für alle Bewohner gleichzeitig machen, aber ne, wenn man es verknüpft mit Fallbesprechungen, Pflegevisiten oder anderen Formen, dann ist das schon auch intern erstmal ein Gewinn. Das muss man aber eben organisieren. Das ist dann eher die Frage der Leitungsebene. Mhm. Wir raten davon ab, dass diese Ergebniserfassung zentral von 1-2 Mitarbeitern in den Einrichtungen durchgeführt wird, weil das hat sich erfahrungsgemäß nicht bewährt, muss man sagen. Es wird dadurch auch aufwendig, weil wenn zum Beispiel eine QMB oder eine Pflegedienstleitung dann diese Ergebniserfassung übernimmt, sie kennt die Bewohner nicht so gut. Also das heißt, sie muss mit den Mitarbeitern sprechen und dadurch wird es aufwendig. Wir gehen davon aus, dass dann im Idealfall die Bezugspflegenden tatsächlich dann diese Ergebniserfassung durchführen, zumindest die Einschätzung der Selbstständigkeit und Fähigkeiten, und das erfordert aber, wie gesagt, auch eine gewisse Fachlichkeit und auch ein bisschen methodisches Gespür. Muss man auch sagen, das liegt nicht allen Mitarbeitern, mit diesen Instrumenten umzugehen. Und das zeigt sich dann auch nochmal in der Praxis, wie gut vorbereitet die Fachkräfte auch auf solche Einschätzungen sind. Wir haben jetzt den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff seit einiger Zeit, aber man stellt auch immer noch fest, dass da viel Aufklärungsbedarf noch da ist. Ich muss noch einmal ganz zum Anfang zurück. Ich habe noch eine Frage und zwar kam die Idee auf, im Rahmen der Diskussion um die Qualitätsindikatoren auch das Personal pro Pflegeheim mal mit anzugeben oder das transparent darzustellen, wie viel eigentlich dort beschäftigt sind und das macht ja oder das wird ja in den USA sehr schön dargestellt mit wie vielen Minuten pro Tag. Genau. Ja, das ist schon interessant.
da haben wir in Deutschland eine ganz andere Diskussion. wir haben das, also wir erfassen die Personalausstattung der Einrichtungen, aber sagen wir mal, die jetzt im Rahmen von Auswertungen systematisch einzubeziehen, ist nicht so ganz leicht, weil wir einfach ganz unterschiedliche strukturelle Lösungen in den Einrichtungen haben. Zum Beispiel, man hat eine ganz andere Personalstruktur in Einrichtungen, die nach dem Hausgemeinschaftskonzept arbeiten, als andere Einrichtungen. Und da muss man gucken, was vergleicht man da eigentlich. Also das ist eine gewisse methodische Herausforderung. Und dann ist immer die Frage, was bildet man damit eigentlich ab? Bildet man die Personalschlüssel, die ja auf Länderebene unterschiedlich sind, damit ab? Was sagt das dann über die Qualität aus? Deshalb am Ende kann man das eigentlich schlecht verwenden. Man kann es als, und so machen es ja die Amerikaner im Grunde genommen auch, man kann es als Information verwenden, die man dann auch vergleichen kann zwischen den Einrichtungen. Aber das war jetzt gerade in den letzten Wochen schon ein wichtiger Streitpunkt, bezogen auf die Qualitätsdarstellungen, die als öffentliche Informationen dann zur Verfügung stehen. Will man solche Informationen da reinbringen oder nicht? Also wir haben es als Information vorgeschlagen, nicht als Indikator, als bewertende Information, sondern als Information über die Einrichtung, aber die Träger und andere tun sich da ein bisschen schwer mit. Das kann ich verstehen. Wir hatten das in der letzten Folge. Mhm. Und wäre es eine Möglichkeit, das so darzustellen, weil Sie gerade sagten, dass es natürlich schwierig ist, wenn man das bundeslandbezogen macht oder weil es einfach verschiedene Kriterien gibt, dass man diese Durchschnittszahlen für die jeweiligen Bundesländer beziehungsweise auch eine Durchschnittszahl für das gesamte Bundesgebiet macht, dann hat man ja eigentlich immer eine Vergleichsgröße. Dann kann ich halt sehen, alle Einrichtungen innerhalb dieses Bundeslandes haben den und den Durchschnitt und die Einrichtung, die ich mir gerade ansehe, die liegt da drunter oder da drüber oder ist entsprechend im Durchschnitt. Ja, aber was bedeutet das in der also ich kann diese Skepsis, muss ich gestehen, auch nachvollziehen. Was bedeutet das in der Praxis? Also sag mal, im Extremfall, ich habe eine Einrichtung mit fast ausschließlich schwerst pflegebedürftigen Menschen, die haben einfach aufgrund der Personalanhaltszahlen eine ganz andere Personalausstattung als eine Einrichtung mit, sagen wir mal, lauter mobilen und kognitiv unbeeinträchtigten, nur leicht gesundheitlich beeinträchtigten Menschen. So, und dann stelle ich da die Personalzeit oder die Pflegezeiten nebeneinander. Das ist schwierig, kann ich eigentlich nicht machen. Und was ich jetzt gesagt habe, also was diese Extreme sind, das haben wir in unendlich vielen Schattierungen. Das heißt, wir haben ja unterschiedliche Pflegegradstrukturen in den Einrichtungen. Davon hängt dann wiederum die Personalausstattung ab und letztlich auch die Pflegezeit pro Bewohner. Und kann ich das eigentlich von außen irgendwie bewerten oder kann ich damit so umgehen, dass ich das auch beurteilen kann? Hier habe ich zwar hohe Zeiten, aber das sind auch schwerstpflegebedürftige Menschen, die da leben. Also sagen wir mal, erklärt sich das ein bisschen daraus. Ne? Was sagt das dann am Ende? Das ist so die Frage. Und wie viel Voraussetzungen muss ich als Nutzer solcher Informationen eigentlich mitbringen, um damit was anfangen zu können? Also das ist schwierig. Das kann ich mir vorstellen. Ging da gerade noch durch den Kopf, dass man ja dann im Grunde genommen auch abbilden kann, wie der Durchschnitt der Pflegegrade ist, weil dann könnte ich das ja gegenüberstellen und dann könnte ich, weiß ich nicht, mathematisch wahrscheinlich irgendwie eine Kennzahl herleiten, die diese beiden Größen in Bezug setzt und entsprechend dann den Durchschnitt des jeweiligen Bundeslandes. Damit hätte ich eine ziemlich eindeutige Zahl für oder ein Bewertungsinstrument darüber, okay, wie hoch ist der Pflegeaufwand oder wie pflegebedürftig sind die Menschen und wie verhält sich das Personal zu diesem Aufwand? Und das sozusagen in Bezug auf andere Einrichtungen. Aber das ist nur eine Idee für mich, die ich in den nächsten zwei Wochen vielleicht umsetze. Okay. Ja. Ja, warum nicht? Ja, ich werde direkt bei den Mathematikern mal klopfen. Also es ist schon eine wichtige Frage, weil die ganze Idee, also wir haben das auch empfohlen, solche Informationen in etwas, sagen wir mal, gröberer Form dann auch in diese sogenannten Qualitätsdarstellungen, also die neuen öffentlichen Qualitätsberichte über die Einrichtungen da auch mit reinzubringen, aber eben als unbewertete Information. Aus der Nutzerperspektive ist es natürlich eines der wichtigsten Dinge, für die ich mich interessiere, wenn ich pflegebedürftig bin und eine Einrichtung suche. Wie viel Zeit haben die Mitarbeiter für mich? Klar.
aber die Frage ist eben nicht so banal zu beantworten. Das ist das Problem. Ja. Okay. Dann springen wir zum nächsten großen Feld, und zwar die Qualitätsprüfrichtlinie, die ja fälschlicherweise häufig als Pflege-TÜV benannt wird. Grausam. Raten wir jedem von ab, das so zu benennen. Deswegen machen wir das auch nicht. Also es ist jetzt das einzige Mal gewesen, dass es jetzt gefallen ist. Ja, ich wollte schon fragen. Ja, Mike fragt direkt kritisch. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie hängen jetzt eigentlich diese Indikatoren mit dieser Qualitätsprüfrichtlinie zusammen, die ja per Gesetz im November 2019, also in ein paar Monaten, in Kraft tritt. Das heißt, alle Einrichtungen, die in Deutschland sind, werden den Anforderungen der neuen Qualitätsprüfrichtlinie haben diese Anforderungen, genau, und müssen die jetzt umsetzen. Wie hängt das jetzt miteinander zusammen? Ja, also wir haben quasi diesen Indikatorenansatz als eine zweite Säule neben. Wir sehen den als zweite Säule neben den Prüfungen, und zwar eben als etwas, was dann unabhängig von den Kostenträgern und auch von den Prüfdiensten an Qualitätsbeurteilung stattfinden kann. Also das ist die Idee dabei, dass man irgendwann in ferner Zukunft, das vielleicht so wie es ein bisschen in den USA eben gelaufen ist, dass man das so stark ins Innere der Einrichtung integriert hat, dass man da quasi eine ganz stabile Säule des internen Qualitätsmanagements hat, aus dem eben dann auch wirklich verlässliche Qualitätsbeurteilungen heraus generiert werden können. Das ist jetzt der Versuch, einen Einstieg eben in dieses System mit den zwei Säulen hinzubekommen. Die externen Qualitätsprüfungen wird es aber weitergeben, also diese bislang einzige Säule in der Qualitätsbeurteilung. Aber die wird auch auf eine neue, die werden auch auf methodisch und inhaltlich auf eine neue Grundlage gestellt. Kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Aber die Idee ist es eben, dass wir auf der einen Seite externe Ergebnisse haben und auf der anderen Seite eben quasi aus dem internen Qualitätsmanagement heraus diese Qualitätsbeurteilungen heraus entwickeln, die dann aber eben auch so belastbar sein sollen, dass man sie nach außen vorzeigen kann. Das ist das Wichtige dabei. Manche sagen, naja, dann machen wir doch da eine Übung für das interne Qualitätsmanagement heraus. Aber die Grundidee besteht schon darin, dass die Einrichtung, die Mitarbeiter selbst ihre Qualität, also ihre Ergebnisse erfassen und damit eben, wie gesagt, eine aktivere Rolle in dem ganzen Spiel übernehmen als bisher, und dass es nicht immer als etwas rein Äußerliches verstanden wird. So. Gab es da in der Umsetzung Vorbehalte, dass Pflegende auf einmal selber das vielleicht auch erfassen? Also wurde das diskutiert, ob nicht einfach von außen lieber etwas geprüft werden sollte, anstatt dass Pflegende auf einmal selber ihre Ergebnisse erfassen? Ja, es gab teilweise reflexartige Reaktionen, die sagten, ach, wenn die Einrichtung selbst ihre Ergebnisse erfassen, das kann man doch sowieso nicht für bare Münze nehmen. Also das gab es schon als Reaktion, oder eine andere Reaktion, weil das können die Pflegenden doch gar nicht. Also dazu sind sie doch viel zu wenig fachlich vorbereitet. Also was echt eine Beleidigung ist, finde ich, für den ganzen Berufsstand. Also diese Vorbehalte gab es. Wir haben dann aber, das hatten wir allerdings auch von vornherein eigentlich so vorgesehen, wenn man mit diesen Informationen über die Ergebnisqualität nach außen wirken will, dann muss man auch auf solche kritischen Fragen antworten können. Und wir haben deshalb in das System sogenannte Plausibilitätskontrollen eingebaut. Das heißt, bevor dann diese Ergebnisse veröffentlicht werden, gibt es erstmal zwei, in Anführungszeichen, Prüfungsschleifen. Einmal liefert die Einrichtung ja diese Daten aus der Ergebniserfassung an eine neutrale Stelle, die sogenannte Datenauswertungsstelle. Das ist ein neuer Player im ganzen Spiel, eine neue Institution. Und dort werden die Daten erstmal geprüft auf Vollständigkeit, zum Beispiel auf interne Plausibilität. Und wenn dort alles für okay befunden wird, dann kann es in die Veröffentlichung gehen. Und wie gesagt, wir haben einige Erfahrungen inzwischen mit dem System, und man kann schon auf der Ebene der statistischen Auswertung einiges feststellen, wo gehäuft Fehler oder sagen wir zumindest Auffälligkeiten auftreten. Das heißt, die Kombination von Merkmalen, die eigentlich im wirklichen Leben selten vorkommen. Also zum Beispiel, dass jemand, der in liegender Position
unselbstständig ist, dass der aber selbstständig Treppen steigen kann. Das kommt so nicht vor. Und so gibt es verschiedene, das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber so gibt es verschiedene Merkmalskombinationen, die eigentlich ja vielleicht mal selten in Einzelfällen vorkommen können. Aber wenn die dann in einer Einrichtung bei 30%, 40%, 50% der Bewohner vorkommen, dann muss man sagen, da stimmt was nicht. Und dann hat man eben Hinweise auf diese fehlende Plausibilität. Also statistisch, also es ist sozusagen ein rein statistischer Weg, um solche Unstimmigkeiten festzustellen. Und dann gibt es nochmal einen zweiten Schritt, dass die Prüfdienste im Rahmen der externen Qualitätsprüfung dann eben anhand einer Stichprobe, das kann man dann anhand von Stichproben machen, nochmal überprüfen, ist denn hier die Mobilität wirklich nachvollziehbar erfasst worden? Ist der Bewohner, der vor mir steht, tatsächlich kognitiv beeinträchtigt oder gibt er mir lauter folgerichtige Antworten? Also das ist dann so diese Frage, also stichprobenartig auch nochmal die Frage, sind diese Daten vertrauenswürdig? So. Und durch diese doppelte Absicherung, glaube ich, kann man schon sehr gut vertreten, das sind seriöse Informationen und die können wir dann auch wirklich für eine Qualitätsbeurteilung nutzen, die der Beurteilung durch den medizinischen Dienst auch gleichwertig ist. Das ist so der Punkt dabei. Also der MDK bleibt sozusagen die Prüfinstanz, wie bisher auch. Er bleibt die Prüfinstanz, genau. Mhm. Was ich noch ganz interessant finde, was Sie gerade erwähnt haben, dass die Daten übermittelt werden an ein neues Institut, was gegründet wurde. Ja. Gäbe es die Möglichkeit dort, wenn man schon eine digitale Dokumentation hat oder hätte, eine Schnittstelle zu diesem Institut aufzubauen und dass man dann direkt die Daten sozusagen, die man sowieso dokumentiert, vielleicht in der Pflegedokumentation irgendwie nochmal gesondert aufführt, dass man die dann direkt übermittelt? Das ist geplant, beziehungsweise das ist der Plan, sagen wir es mal so. Und es gibt einige Softwarehersteller, die arbeiten auch daran, also auch mit bestehenden Dokumentationssystemen. Ich habe das mir selber mal in Großbritannien gesehen, wo man technisch in dieser Hinsicht schon doch deutlich weiter ist, wo man quasi per Knopfdruck bestimmte Routinedaten dann eben auch an eine andere Stelle senden kann, ohne dass man dann nochmal andere, sagen wir mal, Medien nutzen muss, die dann zum Transport verwendet werden. Also das ist machbar. Und wie gesagt, ein erheblicher Teil der Informationen, die benötigt werden, die stecken eigentlich schon in der aktuellen Pflegedokumentation. Theoretisch müssen die nicht nochmal händisch gewissermaßen herausgezogen werden. Das ist eine reine Frage der Ausgestaltung von Dokumentationssystemen, von elektronischen. Die kann man tatsächlich per Knopfdruck dann abrufen. Sie müssen aber die Datenformate müssen angepasst werden. Das, das ist aber eigentlich eine, sagen wir mal, machbare technische Herausforderung. Ja, das ist so vorgesehen. Aber ich schätze mal, das wird eine Weile dauern, bis alle Anbieter und auch die Datenauswertungsstelle, bis all diese Schnittstellen geschaffen sind. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben immer noch eine nicht geringe Zahl an Einrichtungen, die dokumentieren mit Papier. Ja. Das ist je nach Region, ist es sogar mehr als die Hälfte der Einrichtungen. Das darf man nicht unterschätzen. Das wird sich ja jetzt ändern. Herr Spahn ist ja ganz groß dabei, Digitalisierung, Gesundheitswesen voranzubringen. Ja. Wahrscheinlich schließt er die Rechner alle eigenhändig an. Ja, mal gucken, was da passiert. Aber es ist auf jeden Fall vorgesehen und das ist, glaube ich, schon mal eine richtige Richtung, um, wie wir es in der letzten Folge, wie du es in der letzten Folge, Mike, auch gesagt hast, mit so einem Vergleichsportal. Also, dass man das Daten eigentlich, ich sag mal, also nicht in Echtzeit, aber relativ zeitnah automatisch einfließen, um eben wirklich eine Datengrundlage zu haben, die eigentlich relativ aktuell ist, ohne dass jetzt irgendwie die Einrichtungen tagelang damit beschäftigt sind, irgendwie Datenpflege zu machen, zu übermitteln und so weiter. Ich glaube, das ist schon mal insgesamt eine ganz große Idee. So, und wenn das dann auch noch funktioniert, dann auch eine ganz große Sache, die einfach eine gute Transparenz darüber gibt, wie ist es denn jetzt eigentlich? Das finde ich fantastisch. Ja. Ja, und viele Möglichkeiten eröffnet, ne? Also du kannst vielleicht bestimmte Projekte irgendwie mal dahingehend ausrichten, vielleicht irgendwelche Förderprogramme ableiten, sowas so. Klingt sehr innovativ. Ja, genau. Ja, das wird ja auch diskutiert. Da wurde ja schon im Zusammenhang mit den Pflegenoten diskutiert, wie kann man auch, sagen wir mal, zu wissenschaftlichen Zwecken beispielsweise einen Zugang auf diese Daten schaffen. Da muss man natürlich bestimmte datenschutzrechtliche Dinge berücksichtigen, aber das wäre möglich, ne? Wie kann man auch diese Daten nutzen, um überhaupt mal unsere ganze Versorgungslandschaft
ein bisschen realistischer zu beurteilen, als wir es bislang machen können. Wir haben im Grunde genommen über die Qualität der Versorgung auf der Ebene der Ergebnisqualität ganz wenige Erkenntnisse, ne? Also dadurch entsteht jetzt erstmals, kann man sagen, die Möglichkeit, mal für das gesamte Versorgungssystem und nicht nur für einzelne Einrichtungen mal abzubilden, ja, wo stehen wir denn so beim Thema Selbstständigkeitserhalt? So, das ist schon sehr spannend. Ja, es könnte sogar dazu führen, dass es so einen marktregulierenden Mechanismus herbeiführen könnte. Also könnte ich mir vorstellen, wenn ich nämlich genau sehe, was für konkrete andere Dinge oder ja, wie soll ich sagen, Verbesserungen oder Zustände im Heim neben mir herrschen, dann hat das ja Auswirkungen darauf, wie ich mich grundsätzlich aufstelle. Also ich glaube, und ihr habt dann vielleicht auch weniger Nachfragen, eben weil es einfach so transparent ist, um für jeden nachzugucken. Und ich glaube, wir haben aktuell vielleicht auch eine Generation, die weniger schaut, ja, wo will ich denn eigentlich hin? So, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ja mit der Nutzung des Internets, also wir gucken jeden Furz nach, also deswegen, das werden wir dann auch tun, wenn wir uns irgendwann mal ja ein Heim suchen müssen und dann entscheide ich mich eben für das Heim, wo ich sag, da kann ich hingehen. So. Wobei, da spielt auch wieder rein, vielleicht, dass eher die größeren Heime, also die größeren Wohlfahrtsverbände, die vielleicht dahinter stehen, ja, die vielleicht eher überleben wie die kleineren, ne, weil sie vielleicht die Struktur schon haben, vielleicht auch das nötige Personal mit den Qualifikationen, also wäre jetzt vielleicht so eine Kritik vielleicht. Ja, das ist die Frage. Vielleicht geht es auch darum, welche Menschen möchtest du ansprechen? Also ich glaube, man hat dann vielleicht auch eine Möglichkeit, also jetzt bei den Qualitätsindikatoren natürlich eher weniger so, das ist einfach Pflegequalität, die dort im Vordergrund steht, aber bei der weiteren Ausgestaltung meiner Strukturen kann ich ja eine bestimmte Zielgruppe ansprechen und wenn ich sage, ich möchte, keine Ahnung, die gut Betuchten haben, dann ist die Frage, wenn meine Warteliste trotzdem lang ist. Auf jeden Fall kriegen wir das erstmal einen Einblick, wie die Qualität überhaupt ausschaut, ne? Also die Ergebnisqualität, ja. Also Qualität erst in Anführungsstrichen anhand dieser Qualitätsindikatoren. Genau. So, ja. Ja, und sag mal, das, was dann an Wettbewerb oder Benchmarking-Prozessen entsteht, das zum Beispiel, das darf man gar nicht unterschätzen. Also das haben wir auch in unseren Projekten gesehen, obwohl das vielleicht dann nicht immer sozusagen der wichtigste angestrebte Effekt war. Aber man sieht schon, dass auch die Mitarbeiter, die Einrichtungen und auch die Mitarbeiter anfangen zu gucken, wo liegen wir denn mit unserem Ergebnis, wo liegt die andere Einrichtung, sind wir besser oder schlechter. Und an manchen Stellen beginnen dann schon Prozesse. Also für uns war sehr interessant, da wir eine vergleichende Qualitätsbewertung vornehmen mit den Indikatoren, haben wir so eine Durchschnittsbewertung, also eine am Durchschnitt orientierte Bewertung. Das heißt, die Aussage lautet eigentlich die Qualitätsbeurteilung, dass eine Einrichtung zum Beispiel leicht oder weit über dem Durchschnitt der Einrichtungen liegt oder eben nahe am Durchschnitt der Einrichtungen. Und häufige Rückmeldung von den Mitarbeitern, die wir bekommen haben, die lautete, durchschnittlich zu sein, das ist aber ein schlechtes Ergebnis. Und das muss man sich überlegen, was das bedeutet, weil eigentlich auch die Personalsituation ist sehr schwierig in den Einrichtungen, das wissen wir ja. Aber trotzdem ist der Ehrgeiz der Mitarbeiter da, wir möchten gut sein. Und das wird durch dieses Indikatorensystem tatsächlich auch so ein bisschen angereizt. Ne? Durchschnittlich möchte keiner sein, durchschnittlich wird als schlecht. Genau, aber man bleibt jetzt durchschnittlich, weil es keine andere Beurteilung gibt. Also da habe ich mir auch darüber Gedanken, ob das nicht vielleicht einfach das Wording auch das Ganze so ein bisschen verwässert. So, also man kann halt tatsächlich nicht mehr gut sein, obwohl man, wenn man überdurchschnittlich ist, einfach gut ist. Ja, so, genau. Aber das sagt mir das Wort nicht. Nein, das sagt es nicht, ne? Das muss man sich überlegen, aber sagen wir mal, das ist ein schwieriges Thema, weil man braucht, glaube ich, aus meiner Sicht ein System, das, in dem die Bewertungen das aussagen, was jetzt der Inhalt ist. Ne? Wie gesagt, nicht nochmal den Fehler mit den Pflegenoten machen, wo man sehr gut sagt und man weiß eigentlich nicht, worüber man spricht. Ja. Das sollte man vermeiden. Ne? Wir haben jetzt sozusagen das andere Extrem gewählt. Wir wollen nur das sagen, was wir sagen können und wir können nur sagen, die Einrichtung liegt über oder unter dem Durchschnitt. Vielleicht wird man irgendwann nochmal einen Mittelweg finden. Ja.
Aber das ist ja, also aus statistischer Sicht wahrscheinlich kein falscher Weg, weil man sich einfach am Durchschnitt orientiert und man sieht dann eben, liege ich da drüber oder liege ich da drunter. Wenn man sich das bildlich vorstellt, dann bin ich, wenn ich im oberen Drittel bin, einfach gut. Ja. Kann man sich ja auch mal auf die Schulter klopfen. Ja. Aber man möchte es doch gerne, wie gesagt, das ist die Projekterfahrung, man möchte es aber doch gerne auch sprachlich so ausgedrückt sehen. Ne? Das, genau. Ja. Ist nicht so, ist interessant. Sprache schafft Wirklichkeit. Genau. Gut. Zu dem Gegenstand der neuen Prüfung. Also das neue Prüfsystem hat ein paar Grundsätze und hat auch bestimmte Gegenstände. Und das sind 24 Qualitätsaspekte in verschiedenen Bereichen. Mhm. Welche Bereiche werden da jetzt sozusagen in den Fokus genommen? Genau. Also wir haben einmal nicht mehr so kleinteilige Kriterien, wie wir das oft von den Pflegenoten her kennen. Das sind alles etwas komplexere Themen, die laut, also wir nennen sie Qualitätsaspekte. Das ist dann zum Beispiel das Thema Unterstützung von Bewohnern mit herausforderndem Verhalten und psychischen Problemlagen oder das Thema Unterstützung im Bereich Ernährung und Flüssigkeitsversorgung. Also es sind große Themen, das will ich damit sagen. Und das, was die Dienste dann eben bewerten, das bezieht sich auf diese Themen insgesamt. Also es wird nicht mehr so kleinteilig bewertet. Also es hat hier eine Risikoeinschätzung stattgefunden, ist die Maßnahmenplanung darauf abgestellt und all sowas. Das wird also wird eher auf diese größeren Themen dann gerichtet sein. Die werden bewertet von den Diensten und die Bewertung erfolgt dann eben auch nach anderen Kriterien. Bislang, und das ist das ganz Entscheidende, da werden sich dann alle wahrscheinlich werden sie alle ein bisschen Zeit brauchen, um sich daran zu gewöhnen. Bislang haben wir ja einen quasi abgeschlossenen Anforderungskatalog, der dann sagt, die Anforderung ist erfüllt, wenn dies und jenes meistens in der Pflegedokumentation abgebildet ist. Also typisches Beispiel Risikoeinschätzung, aber auch bestimmte Bereiche der Pflegedurchführung. Das ist das heutige System. Das heißt, der Prüfer überprüft schlichtweg, ist diese Anforderung erfüllt? Ja, nein, trifft nicht zu. So sieht der Prüfbogen heute auch aus. Im neuen System wird es ein bisschen anders sein, oder sagen wir nicht ein bisschen, sondern grundlegend anders, weil diese Art von abgeschlossener Anforderung, von abgeschlossener Definition, eine Anforderung, die wird es so nicht mehr geben, sondern da wird es eine andere Logik geben. Der Prüfer schaut zukünftig danach, nehmen wir den Bereich Ernährung, inwieweit die Versorgung, die er dann aufgrund seiner Feststellungen beurteilt, inwieweit die erstens bedarfsgerecht ist. Also alle Beeinträchtigungen des Bewohners werden hinreichend berücksichtigt, sodass eben die Ernährung auch sichergestellt ist. Ein zweiter Punkt, inwieweit sie bedürfnisgerecht ist, ist ein wichtiger Punkt. Das ist eine Werteentscheidung gewesen in dem ganzen Prozess. Und der dritte Punkt ist die Frage, inwieweit der Bewohner gesundheitliche Nachteile in Kauf nehmen musste, die man eben der Verantwortung der Einrichtung anlasten kann. Also diese drei Bereiche sind das, also gesundheitliche, negative gesundheitliche Folgen für den Bewohner, Frage der bedarfsgerechten Versorgung und Frage der bedürfnisgerechten Versorgung. Das ist das, wonach die Prüfer schauen. Also sie fragen danach, sehe ich hier eine Situation, wo ich feststelle, hier wird nicht bedarfsgerecht versorgt oder nicht bedürfnisgerecht oder gibt es Schädigungen, offensichtliche, zum Beispiel Zustand der Dehydration beim Bewohner, den ich dann sehe bei der Prüfung, dann stelle ich ein Defizit fest. Oder die zweite, das ist nochmal der zweite Punkt, die Frage, entsteht das Risiko, dass eben nicht bedarfsgerecht versorgt wird oder nicht bedürfnisgerecht versorgt wird. Zum Beispiel, wenn ich keine vollständige Maßnahmenplanung habe, die auf die Situation des Bewohners ausgerichtet ist, dann besteht das Risiko, dass ich nicht bedarfsgerecht versorge. Denn nicht alle notwendigen Maßnahmen sind jetzt auch schriftlich fixiert. Also das ist, sagen wir mal, ein gewisses Risiko. Also das ist die Logik. Entweder es kommt zu einer negativen Folge für den Bewohner oder es besteht das Risiko, dass eben eine solche negative Folge eintritt. Das sind die Konstellationen, die zukünftig als Qualitätsdefizit gewertet werden.
Wir haben aber nicht mehr die Situation, in der eben, und ich sage jetzt bewusst, Dokumentationsanforderungen, weil das war im alten System eben sehr, sehr stark vertreten. Wir haben nicht mehr die Situation, wo sozusagen eine Lücke in der Dokumentation für sich genommen immer, sagen wir mal, zu einer negativen Bewertung führt. Ausnahme bildet lediglich die schriftliche Maßnahmenplanung, die muss immer vollständig sein, weil sonst eben, wie gesagt, das Risiko einer nicht bedarfsgerechten Versorgung entsteht. Aber ansonsten dürfen auch mal Durchführungsnachweise vergessen worden sein oder kann es auch mal sein in der Pflegedokumentation, dass die Beeinträchtigungen des Bewohners nicht vollständig beschrieben worden sind, aber im Alltag eben trotzdem ausreichend versorgt wird. Dafür gibt es dann auch eine neue Bewertung im neuen Prüfverfahren, das nennen wir dann Auffälligkeit, also etwas, was man fachlich besser machen kann, aber was nicht jetzt in der Prüfersystematik als Defizit gewertet wird. Also sprich, wir haben zum Beispiel Dokumentationsdefizite, der Prüfer nimmt seinen Beratungsauftrag wahr und thematisiert das auch, aber das eine Dokumentationslücke für sich genommen fließt jetzt nicht mehr als Defizit in die Qualitätsbeurteilung ein. Ich will dann nochmal kritisch nachfragen. Mhm. Der Ansatz hört sich für mich so an, als müsste man schon viel Fachwissen haben. Ist davon auszugehen, dass Prüfende vom MDK das leisten können? Dass die das Fachwissen haben? Ich will denen das nicht absprechen. Das will ich nicht, dass man mich da falsch versteht. Aber ja. Es hört sich für mich an, als ob man schon eine gewisse Praxiserfahrung braucht, um eben auch zukünftige Problembereiche absehen zu können. Und da bin ich mir manchmal nicht sicher, oder jetzt in diesem Fall, ob Prüfende diesen Weitblick haben, weil sie ja eben auch entsprechend die Praxiserfahrung nicht haben. Also unterstelle ich jetzt mal. Ja. Ja, es ist natürlich immer eine Frage der Schulung, aber bei den Prüfdiensten arbeiten schon teilweise auch sehr erfahrene Mitarbeiter, die auch aus der Pflege kommen, größtenteils, und die auch sehr gut eingearbeitet werden. Also da hätte ich schon ein bisschen Vertrauen. Da wird es immer, wie in allen Bereichen, wird es Unterschiede in der Qualifikation und in der Erfahrung geben. Aber im Grundsatz, das haben wir auch getestet, können wir davon ausgehen, dass die Prüfer das können. Was wir zum Beispiel nicht weiter verfolgt haben, da sind wir uns nicht sicher, ob wir das System da nicht überfordern. Wir hatten nochmal eine Unterscheidung zwischen systematischen Defiziten und eher Zufallsbefunden, in Anführungszeichen. Ja, okay. Und das setzt zum Beispiel bei den Prüfern voraus, dass sie eben dann Prozesse, Strukturen identifizieren können, mit denen sie dann belegen können. Hier hat man es mit einem systematischen Qualitätsdefizit zu tun. Und das erwies sich am Ende bei der Testung dann als erstmal ein zeitliches Problem, weil dazu braucht man mehr Zeit als Prüfer im Regelfall zur Verfügung haben. Aber dann eben auch ist man dann an die Frage gekommen, wie viel Erfahrung muss so ein Prüfer eigentlich haben, um dann doch so sehr ins Detail zu gehen, um die Zusammenhänge als Außenstehender, die Zusammenhänge in einer Einrichtung so zu verstehen. Ne? Das ist ein Beispiel dafür, wo man vielleicht die Prüfer hätte überfordert. Mit so einer Methodik. Aber ich denke, so wie wir es jetzt angelegt haben, wird das ein Großteil der Prüfer sicherlich leisten können. Und das Ganze ist aber auch nochmal gekoppelt mit einem gewissen Sicherheitsmechanismus. Das heißt, wenn der Prüfer ein Qualitätsdefizit feststellt, im Sinne von, es ist eine negative Folge eingetreten für den Bewohner, dann muss er das über zwei unabhängige Informationsquellen nachweisen. Also das wiederum ist in gewisser Hinsicht ein Schutz für den Mitarbeiter, weil manche befürchten, wenn sie das so lesen oder hören, ach, das ist ja dann so willkürlich, wie die Prüfer das machen. Aber da gibt es schon Mechanismen, die dem auch ein bisschen entgegenwirken. Okay. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Da kommt jetzt, also ich kriege wahrscheinlich einen Termin vom MDK, dann kommen wir. Was passiert dann? Wie hoch ist die Stichprobe, die sich angesehen wird, beziehungsweise die vorbereitet werden muss? Das bleibt bei 9 Personen. 9 Personen, okay. Vielleicht noch, kommen Sie unangekündigt oder kommen Sie mit Termin? Wir haben empfohlen, dass die Prüfung angekündigt wird. Der Gesetzgeber hat das auch aufgegriffen. Einen Tag vorher, jetzt wie in der ambulanten Pflege, heute wird dann einen Tag vorher angekündigt. Okay. Ist zwar nicht so eine ganz lange Phase, aber ehrlich gesagt waren alle
alle Beteiligten, sowohl die Einrichtungsseite als auch die Prüfdienste, waren sehr froh, sag ich mal, dass das jetzt auch möglich ist. Und ein Tag ist besser, sagen wir mal, auch für die Einrichtung als eine völlig unangekündigte Prüfung. Ne? Ja. Ja, aber das wird sich ändern. Das ist auch, das ist definitiv so. Ab November wird die Prüfung dann einen Tag vorher angekündigt. Mhm. Mhm. Und dann werden die Qualitätsaspekte von dem jeweiligen Prüfenden beurteilt, wie Sie es gerade beschrieben haben. Und dann gibt es noch ein Fachgespräch. Ja, das ist Teil des ganzen Geschehens. Also die Frage ist ja, wie beurteilt zum Beispiel, nehmen wir die Ernährungssituation, wie beurteilt der Prüfer das eigentlich? Also er hat verschiedene Informationsquellen in Anführungszeichen. Der Bewohner selbst ist zum Beispiel eine Informationsquelle, also einmal die Auskunft des Bewohners, wenn er auskunftsfähig ist, also wenn er eben nicht sehr stark kognitiv oder sprachlich beeinträchtigt ist. Dann gibt es den Ernährungszustand, den ich auch optisch sehe, auch ohne unbedingt unter die Bettdecke gucken zu müssen, aber ich sehe ja also rein äußerlich eventuell auch, dass ich hier einen problematischen Ernährungszustand habe. Dann hat man als klassische Informationsgrundlage die Pflegedokumentation. Mhm. Man hat vielleicht auch zufällige Beobachtungen, wenn ich durch den Wohnbereich gehe, jetzt zum Beispiel was Hygienefragen angeht, manchmal sieht man was, auch zum Beispiel inwieweit mit bestimmten Hygieneartikeln während der Mahlzeitenversorgung umgegangen wird. Ne? So, das sind dann eher so Zufallsbeobachtungen, die eine Rolle spielen. Und jetzt kommt dieses Fachgespräch mit ins Spiel, als eine und zukünftig aber wichtigere Informationsquelle hat man eben die mündliche Auskunft, das Fachgespräch mit den Mitarbeitern. Es soll zukünftig also so sein, dass diese Regel gilt dann, dass das gesprochene Wort, sofern es jetzt fachlich plausibel ist, also jetzt nicht irgendwie etwas, was ohne Bezug zur Situation ist, aber wenn es fachlich nachvollziehbar ist, heißt es dann eben, das gesprochene Wort hat den gleichen Stellenwert wie die Pflegedokumentation. Und das ist wichtig. Also wenn es zum Beispiel darum geht, zu erläutern, warum ist die Maßnahmenplanung so, wie sie ist, oder warum wird mal 2 oder 3 Tage von der regulären Maßnahmenplanung abgewichen? Oder wie geht man mit den Bedürfnissen des Bewohners um? Das bedeutet, dass eben das, was im Gespräch zwischen Mitarbeitern und den Prüfern dann an Informationen transportiert wird, dass das eben auch tatsächlich eine, wie soll ich sagen, eben eine stark gewichtete Information ist und dass der Prüfer eben nicht immer in die Pflegedokumentation gucken muss und dann das Prinzip wie früher gilt nicht mehr, dass nur das geschriebene Wort in der Pflegedokumentation das ist, was real existiert sozusagen und alles andere existiert eigentlich nicht oder hat nicht stattgefunden. So. Ja. Das ist eine ganz große Veränderung. Eine Veränderung für beide Seiten, weil man muss sich ja jetzt vorstellen, die Prüfer haben 20 Jahre lang, also wenn sie lange im Dienst sind, jedenfalls nach diesem Prinzip gearbeitet, schaut euch die Dokumentation an. Die Prüfregularien haben sie auch dazu gezwungen, muss man sagen. Also kann man heute immer noch nachlesen. Das sind die Anweisungen für die Prüfer, das müssen sie machen. Naja, und jetzt kommt dann eine Situation, wo sie dann tatsächlich das Fachgespräch mit den Mitarbeitern suchen sollen. Das ist für die Prüfer eine neue Situation, wird aber auch für die Mitarbeiter eine neue Situation werden, weil, ja, wie reagieren Mitarbeiter in der Praxis auf Prüfer? Erstmal viele, doch ein bisschen ehrfürchtig. Ja, sicher. Oder aufgeregt. Aufgeregt auf jeden Fall. Sicherlich. Genau. Ungewollte Selbstständigkeit. Ja. Ja, okay. Ich glaube aber ganz fest, weil es bisher immer die Kritik gehabt, ich muss immer alles dokumentieren, aber ich will mich eigentlich erklären. Bisher war es immer die Dokumentation, alles, was da nicht drinsteht und so weiter, weil man eben auch viel nicht verschriftlichen kann. Jetzt habe ich die Möglichkeit, als Pflegender die Situation und die ganzen Zusammenhänge zu erklären. Ich werde sozusagen nicht mehr daran gemessen, also meine Tätigkeit ja auch, was ich da hingeschrieben habe, sondern ich habe Raum, plötzlich zu erklären, worum geht's hier eigentlich und was habe ich im Fokus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch so eine gewisse Motivation gibt. Also vielleicht ein Stück weit eine Ehrfurcht, aber auch so eine Motivation zu sagen, das sieht hier auf den ersten Blick vielleicht irgendwie so und so aus, da verbirgt sich aber Folgendes hinter. So. Mhm. Und irgendwie hat man dann auch so eine prüfende Situation, ja, vielleicht wird das aber auch, weiß ich nicht, schnell, also auch gern angenommen, dass man sagt, ja,
das ist zwar jemand, der prüft das jetzt hier, aber dadurch, dass ich mich erklären kann, ist es eben auch dann, hat es weniger Gewicht in dem Sinne. Mhm, genau. Das ist aber, sagen wir mal, das wird bei der Umstellung des Systems wirklich die Herausforderung sein. Wir haben ja Testprüfungen durchgeführt und genau dabei eben auch die Erfahrung gemacht. Das ist total unterschiedlich. Also es gab dann Situationen, da fanden die Prüfdienste in den Einrichtungen quasi keine Ansprechpartner, die Auskunft geben konnten. Was haben sie gemacht? Dann haben sie natürlich wieder in die Dokumentation geguckt. Ja. Ne? Es gab andere Einrichtungen, da lief das fast idealtypisch. Also da gab es dann kompetente Fachkräfte, die haben sich dann zusammengesetzt und die Prüfdienste, also die haben auch kaum dann nochmal in die Dokumentation geschaut. Ne? Ja. Aber das hängt eben davon ab, wie ist dann die konkrete Konstellation in der Prüfsituation. Also muss man eigentlich an dieser Stelle tatsächlich motivieren zu sagen, geht in die Situation rein, auch wenn ihr da euch nicht traut, erklärt euch, erklärt die Situation und dann ist es okay. Beim zweiten Mal geht es auch einfacher. Was ich mich noch frage, aber vielleicht vertue ich mich damit auch, vorher war es so, dass der MDK hauptsächlich die Pflegedokumentation geprüft hat und in die Doku geguckt hat und jetzt schauen sie sich halt direkt, wenn ein Defizit vorliegen sollte, natürlich das Defizit an und dann liegt das vielleicht auf der Einrichtungsebene, dass sie irgendwie schlecht versorgt haben oder die Pflegenden schlecht versorgt haben, kommt der MDK dadurch auch in einen anderen Handlungszwang vielleicht. Vorher konnten sie sagen, ja, die Doku ist das ja nur, da geben wir eine Empfehlung raus, das und das ist irgendwie zu optimieren, aber jetzt sehen sie ja auch, dass irgendwie eine schlechte Versorgung vorliegt. Ist da vielleicht ein anderer Druck dann auch hinter, die Situation dann besser zu machen oder also? Ich glaube, für die Prüfdienste selbst nicht. Ich glaube, in der Hinsicht ändert sich ihre Situation gar nicht. Es war früher eher, sie hatten eher das Problem, also wie können sie Defizite, die sie sehen, und meistens sehen sie, also das ist ja nicht die Mehrzahl der Einrichtungen, in denen wir so klare Defizite dann auch erkennen. Meistens ist das so, und insofern, das sind schon erfahrene Prüfer. Die sehen dann auch Dinge und manche Dinge sind auch wirklich so offensichtlich. Also ich hatte neulich mal einen Fall gehört, naja gut, da sind dann Schmerzpflaster, die sind in der Mitte durchgeschnitten, weil es gab nicht mehr genug. So wird der Bewohner dann vorgeführt. Also da muss man jetzt nicht so ganz viele Recherchen anstellen, um dann ein Qualitätsdefizit festzustellen. Das sind teilweise solche Situationen und die haben die früher auch, die Prüfer auch früher gesehen. Die Frage ist eben nur, welche Möglichkeiten sie haben. Auch unter rechtlichen Gesichtspunkten, wie müssen sie auch die Nachweise führen, das ist für die Prüfer dann immer eher so die Fragestellung. Ne? Okay. Welche Auswirkungen hat denn das neue System eigentlich auf das interne Qualitätsmanagement und wie müssen sich Einrichtungen jetzt zukünftig oder was können die schon vorbereiten? Wie können die auf diese neue Situation, also was können die machen? Ja, vielleicht erstmal zur ersten Frage, weil es ist schon auch wieder ein größeres Thema. Bislang war es ja eigentlich eher so, dass viele Einrichtungen haben ihr Qualitätsmanagement ja eng an den externen Prüfanforderungen ausgerichtet. Also so nach dem Motto, ich kenne genau die Kriterien, nach denen die Prüfer arbeiten, also sorge ich dafür, dass eben diese Kriterien auch erfüllt sind. Und genauso ist es ja, was überhaupt nur möglich, dass alle Einrichtungen dann beim sehr gut gelandet sind, bei den Pflegenoten, ne? Weil vieles dann eben auch auf der Ebene der Dokumentation sich abspielte. Das heißt, man hat vielleicht eher die Dokumentation gepflegt als die Bewohner, denke ich dann manchmal. Und das führte dann am Ende tatsächlich dazu, dass sich das Qualitätsmanagement, sagen wir mal, also ich würde es so ausdrücken, dass es auch schon ein Stück weit fachlich verarmt ist. Das heißt, man hat sehr stark an formalen, bürokratischen Anforderungen hat man sich orientiert im Rahmen des internen Qualitätsmanagements, in vielen Einrichtungen jedenfalls. Und man hat sich die Kernprozesse, also was beim Bewohner wirklich passiert, das hat man sich dann also nicht mehr so genau angeguckt. Und das dreht sich jetzt vollkommen um, kann man sagen. Also diese Art von Qualitätsmanagement kann nicht mehr funktionieren, weil es gibt nicht mehr diese Checklisten, die man abarbeiten kann, nach denen man dann auf der sicheren Seite ist. Das geht nicht, sondern, wie gesagt, was guckt sich der Prüfer an? Bedarfsgerechte Versorgung, bedürfnisgerechte Versorgung. Also die Prüfer werden danach fragen, wie macht ihr das im Bereich der Ernährung? Welche Bedürfnisse hat denn der Bewohner? Und wenn die Mitarbeiter nichts dazu sagen können, das ist dann eben schon ein Problem, ne?
Das heißt, wir sagen eigentlich immer, das heißt, Pflege muss dann, um, sagen wir mal, gute Prüfergebnisse, aber auch gute Versorgungsergebnisse mit den Indikatoren zu erreichen, man muss dann wieder in die Kernprozesse gehen. Das sind dann relativ einfache Grundsätze, wenn man sich das mal überlegt, ne? Ich wiederhole es nochmal, bedarfsgerecht, bedürfnisgerecht und Schutz vor Risiken und Gefährdungen des Bewohners und Förderung der Selbstständigkeit. Also das ist jetzt nicht sehr komplex, aber es ist natürlich komplex in der Praxis, wenn man sich das auf die verschiedenen Bedarfskonstellationen hin vorstellt. Aber sagen wir mal, so kommt man zurück zu den einfachen Prinzipien. Das ist das, was sich die Einrichtungen fragen müssen. Und es klingt manchmal ein bisschen banal, aber ich finde, es ist es gar nicht, wenn man sich überlegt, wie gesagt, wie sehr hat man sich bislang auf diese externen Prüfkriterien ja reduziert als Einrichtung, als Mitarbeiter, und jetzt wird doch nochmal etwas anders gefragt. Ne? Das finde ich interessant, weil dieser Paradigmenwechsel nicht nur in der tatsächlichen Pflege vorhanden ist, sondern eben auch in einem pflegefernen Bereich, der sich jetzt aber in einem bestimmten Blickwinkel diesen Prozessen oder diese Ausgestaltung widmen muss. Mhm. Also tatsächlich aus einer anderen Position, sage ich mal, trotzdem Einfluss nehmen muss irgendwie. Das finde ich nochmal sehr interessant und sicherlich auch eine große Herausforderung für das Qualitätsmanagement, gerade dann. Auf jeden Fall. Wenn man bisher ein anderes Verständnis von Qualität oder vom Qualitätsmanagement innerhalb von solchen Einrichtungen hatte. Also man muss es, glaube ich, komplett einmal verändern, was passiert hier eigentlich und was ist unser Kerngeschäft. Also darum geht es ja eigentlich. Genau, aber das darf man wirklich nicht unterschätzen. Die Erfahrung machen wir in den Einrichtungen, auch bei den Mitarbeitern, weil die Mitarbeiter, vor allen Dingen die erfahrenen Mitarbeiter, die haben ja jahrelang nach diesem System gelebt und die müssen jetzt ganz anders fragen. Und das fällt vielen sehr schwer, das merkt man schon. Ja, es geht nicht mehr um Listen. Ja. Genau, aber das ist ja auch was Schönes. Jahrelang wurde sich darüber aufgeregt, dass man immer wieder irgendwelche Listen hatte und alles ausfüllen musste, damit das passt. Und jetzt muss man sich sozusagen darum kümmern, worum es im Job eigentlich geht. Ja, es ist das Schöne, oder ich würde auch sagen, das ist das Notwendige, weil wir entwickeln ja nicht so ein System irgendwie, weil es dann irgendwie mal, damit man bessere Noten hat. Denn im Kern geht es am Ende darum, dass die Pflege wieder gestärkt wird in ihrer Fachlichkeit. Ne? Das ist der Weg dabei. Also die Aufmerksamkeit muss wieder zu den Kernprozessen gehen. Und das ist eines der Punkte, die ich besonders wichtig finde, die ich auch nochmal herausstellen möchte, im Sinne von, dass eine Qualitätsprüfrichtlinie, also sozusagen eine transparente Darstellung dessen, was qualitätstechnisch passiert in der Versorgung, dass das dazu führt, dass der Beruf eine Aufwertung bekommt und letztendlich auch nochmal dadurch sich wieder identitär anders aufstellen kann. Das finde ich total wichtig. Ja, dafür muss es aber als solches begriffen werden oder verstanden werden, ne? Was dann natürlich unter den Rahmenbedingungen oftmals wieder nur mit, es kommt was Neues, ich muss mich wieder umgewöhnen, ich muss so viel erheben, so viele Qualitätsindikatoren für alle Bewohner in der ganzen Einrichtung, das mit Arbeit verbunden. Aber das Entscheidende ist wirklich, ne, sich darauf einlassen, nicht reflexhaft jetzt so abwehren. Eine unserer Projekteinrichtungen, eine Pflegedienstleitung, sagte mir mal, wenig schmeichelhaft, ach Herr Wingenfeld, wissen Sie, so diese Qualitätsbeurteilung mit Ihren Indikatoren, ach, das brauchen wir nicht wirklich. Aber wenn ich sehe, was bei unseren Mitarbeitern passiert ist, seitdem sie eben auf diese Art und Weise ihre Versorgungsergebnisse erfassen und wie sie sich damit Versorgungsfragen auseinandersetzen, da liegt die Stärke. Und zwar nicht nur im Sinne von, die interessieren sich plötzlich wieder ganz anders für das Thema Qualität und die fachlichen Fragen, die damit zusammenhängen, sondern auch, der meinte am Ende dann sogar, die Mitarbeiter, die teilweise sehr frustriert sind von diesem Prüfsystem, die bekommen plötzlich wieder eine ganz andere Motivation. Und das heißt, ich kann meine Fachkräfte auch besser halten. Weil sie unmittelbar sehen, was sie dort getan haben. Weil ihre Arbeit plötzlich bewertet werden kann, weil ihre Tätigkeiten eine Bewertung bekommen und das dazu führt, dass sie sich überlegen können, okay, was kann ich denn jetzt noch besser machen? Genau. Weil ich habe jetzt hier ein Ergebnis, damit bin ich nicht zufrieden. Was kann ich darauf antworten, damit es besser wird? Und das
nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für Bewohnende und gleichzeitig in einem größeren Kontext, sprich für das Heim auch. Ne? Also wie kann ich meinen Arbeitgeber letztendlich auch dazu verhelfen, irgendwie besser dazustehen? Ja, voll. Ja. Dann aber auch in dem Sinne von, also zum Beispiel, ich habe auch festgestellt, in der Praxis ist es häufig, wenn ein Qualitätsdefizit festgestellt wird, so nach dem herkömmlichen Muster, alle fragen erstmal danach, wer hat Schuld? Wer hat einen Fehler gemacht? So, das ist so eine reflexhafte Reaktion eigentlich. Und in diesem neuen System mit den Indikatoren kann man so gar nicht mehr fragen, sondern man muss sich angucken, was passiert hier eigentlich? Wie sind unsere Prozesse organisiert und wie müssen wir das ändern? Ne? Also dieses einfache Aufgabe, falsch erledigt, wie das im Rahmen der Prüfungen ist, ist immer eine Schwierigkeit. Die zweite Frage war, wie sich Einrichtungen jetzt... Ach so, wie sie genau, sich konkret... Das hatten wir schon mal irgendwie angerissen, so im Laufe des Gesprächs, aber genau, wie können sich Einrichtungen da eigentlich drauf vorbereiten? Mhm. Also wenn das jetzt bis 2019 oder im November eingeführt wird, gibt es Multiplikatoren, sind irgendwie Schulungen vorgesehen, ja. Ist jede Einrichtung auf sich selbst gestellt und... Nein. Ja. Also es gibt eine sehr breit angelegte Schulungsoffensive mit Multiplikatoren auf der Bundesebene. Wer das beim Thema Strukturmodell der Pflegedokumentation damals beobachtet hat, der kennt das schon ein bisschen. Das heißt, auf der Bundesebene wurde ein Kreis von Multiplikatoren geschult, auch einheitlich geschult, und die sich schwärmen jetzt oder sind auch in die Länder ausgeschwärmt, schulen dort weitere Referenten und andere Multiplikatoren, die dann wiederum die Mitarbeiter in den Einrichtungen schulen. So, und das beginnt jetzt, das heißt, man ist jetzt, ja, in den nächsten Wochen werden wahrscheinlich die ersten Schulungen der Einrichtungen tatsächlich erfolgen. Und Einrichtungen, ja, was können sie tun eigentlich, abgesehen von den Schulungen? Das ist wichtig. Also wir sagen auch, bitte nicht in das System einsteigen ohne Schulung, weil es ist fachlich keine Zauberei, das ist zu bewältigen, aber Schulung muss schon sein, damit man den ganzen Rahmen auch hinbekommt. Das ist das eine. Das andere ist aber, das ist eher eine Aufgabe für die Leitungsebene. Man sollte sich auch überlegen, wie organisiert man diesen Übergangsprozess eigentlich? Das sind organisatorische Fragen. Wer soll die Ergebniserfassung durchführen? Ich empfehle zum Beispiel immer, man soll diese Übergangssituation nutzen, um sich wirklich mal mit einem Team wirklich gut qualifizierter Fachkräfte in den Einrichtungen zusammenzusetzen und dann gemeinsam zu überlegen, wie man das machen kann und wie man das auch mit bestehenden Routinen der Qualitätssicherung verknüpfen kann. Das ist das eine. Dazu muss man aber erst wissen, wie funktioniert das. Also insofern muss man sich kundig machen als Einrichtung. Dann gibt es organisatorische Dinge, ganz einfache Fragen zu klären. Demnächst wird es dann eben einen Rhythmus von 6 Monaten geben. Der wird fest sein. Wann werden die Ergebnisse erfasst? Muss ich als Einrichtung klären, wann will ich das machen? Ich habe ein Vorschlagsrecht. Das wird mir also nicht quasi von außen rein aufgedrückt. Ich habe ein Vorschlagsrecht. Will ich das also in den Monaten Dezember und Juni machen? Nein, das will natürlich keiner machen. Aber zum Beispiel März, September sind gute Monate, können aber auch nicht alle machen. Also wie will ich das organisieren als Einrichtung? So, ne? Wie gut ist meine Pflegedokumentation? Ist eine Frage. Also das Prüfsystem, auch der Indikatorenansatz führt nicht dazu, dass man Dokumentation anpassen muss. Aber wenn man feststellt, die Mitarbeiter kennen ihre eigene Dokumentation nicht, sie wissen nicht, wo sie welche Informationen finden, dann wird es anstrengend. Ja, und auch bei den Prüfungen. Das sind alles so Dinge. Eigentlich muss man, wenn man es mal zusammenfasst, sagen, man muss die eigenen fachlichen Grundlagen prüfen. Also sind wir da eigentlich so gut aufgestellt, wie wir es eigentlich uns immer vorgestellt haben. Und man muss eben auch die Mitarbeiter auswählen, die dann in die Schulungen gehen und die am Ende die Ergebniserfassung auch durchführen sollen. Dann gibt es noch bestimmte Fragen zu klären. Wie mache ich das eigentlich, wenn die Mitarbeiter im Mai in der Schulung sind und im Ende des Jahres sollen sie die Ergebniserfassung durchführen und haben wieder die Hälfte vergessen? Wie gehe ich mit solchen Problemen eigentlich um? Mhm. Also es gibt so ganz viele praktische Dinge, die man dann jetzt auch tatsächlich schon gut als, sagen wir, auf der Leitungsebene gut in den Blick nehmen kann. Mhm. Okay. Also damit ist ja dann das quasi gesagt, was Einrichtungen tun können. Ja. Mit welchem Zeitumfang ist
Du wolltest noch den Zeitumfang. Ja, mich hätte jetzt interessiert, wie das Ganze dann am Ende aussieht. Also kriege ich Sterne, kriege ich eine Note, Herzchen Smiley. Smiley, Daumen hoch, Daumen runter. Ja. Ja, das war auch für uns eine große Frage. Noten können wir nicht mehr verwenden, die sind verbrannt. Ein Ampelsystem haben wir mal in Betracht gezogen, haben wir aber auch nicht gewählt, weil da muss man sagen, was bedeutet es, wenn die Ampel auf Rot steht, gehe nicht in die Einrichtung oder was heißt es dann? Ist schwierig. Fünf Sterne fand ich persönlich gar nicht schlecht, aber da haben andere Beteiligte dann gesagt, ach, das sind ja so die Hotelbewertungen und außerdem sieht man die überall im Internet, diese Sterne. Es ist auch schon ein bisschen verschlissen. Ja, wie gesagt, Herzchen gibt es tatsächlich, ne? Smileys haben wir während des Projektes auch mal in Betracht gezogen. Passt aber nicht so richtig zur Pflege, finde ich. Also am Ende haben wir uns dann einfach für eine neutrale Symbolik, für ein Punktesystem entschieden. Das heißt, es gibt keine Not mehr. Für die Qualitätsindikatoren gibt es ein Fünf-Punkte-System. Und das sagt dann eben zum Beispiel aus, 3 Punkte bedeutet, die Einrichtung liegt mit ihren Ergebnissen nahe am Durchschnitt. 1 Punkt bedeutet, sie liegt weit unter dem Durchschnitt. Und wie gesagt, das im Fall der Ergebnisqualität so. Bei den Qualitätsprüfungen gibt es ein 4-Punkte-System. 4 Punkte, weil es war auch nochmal wichtig, das ein bisschen voneinander zu unterscheiden. Sonst wird dann vieles verwechselt. Und also auch das eine neutrale Symbolik, hat dann andere Farben, vielleicht eine andere Form. Aber wir haben erstmal eben eine neutrale Symbolik gewählt. Ist dann nicht so spannend für manche, aber. Darum geht es ja nicht. Also ich finde, die Noten, glaube ich, die haben ausgedient. Ja, die will keiner mehr sehen. Ja, schade eigentlich. Ja, man hat es einfach verpasst, sage ich mal. Genau. Man hätte es ja früher machen müssen. Nein, Noten sind auch was anderes. Damit verbunden. Das muss ich ganz konkret beschreiben. Anspruchsvoll, wenn man Noten verwendet. Ne? Mich würde noch eine Sache interessieren, und zwar das Beikirch-Modell. Das ist ja mittlerweile schon, ja, also in der breiten Masse so aufgetaucht, und wo es um die Reduktion von Dokumentation im Grunde genommen geht, Entbürokratisierung ist hier das Stichwort. Strukturmodell, genau. Wie passt das jetzt mit dieser neuen Richtlinie zusammen? Hebt sich das auf? Kann sich das ergänzen? Wie kann das funktionieren? Eigentlich passt es sehr gut zusammen, weil der gemeinsame Bezugspunkt ist in vielen Bereichen der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff. Das Strukturmodell folgt ja auch der Logik des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Nicht zu 100%, aber doch in vielen Punkten. Und eigentlich haben wir festgestellt, wir hatten auch Einrichtungen bei der Erprobung dabei, die mit dem Strukturmodell arbeiten, die sind eigentlich sehr gut vorbereitet, weil sie eben zum Beispiel diese Themen, die da eine Rolle spielen, auch bei den Prüfungen und auch bei den Qualitätsindikatoren, die kennen sie. Das ist ihnen nicht mehr so unbekannt. Also insofern passt das sogar recht gut zusammen. Der Unterschied ist natürlich im Strukturmodell lautete die Devise, beschreibt alles in Form von Texten, und dann sieht es im ersten Moment natürlich so aus, als würde diese standardisierte Einschätzung, die im Rahmen des Indikatorenansatzes erfolgt, dem entgegenlaufen. Aber aus meiner Sicht ist das eigentlich nicht unbedingt ein Problem. Man muss nur aufpassen, dass man die Dinge auseinanderhält. Pflegedokumentation ist Pflegedokumentation und keine Ergebniserfassung. Das Pflegedokumentation bildet den Pflegeprozess ab. Die Ergebniserfassung ist eine Momentaufnahme zu vorgegebenen Zeitpunkten. Also das ist in der Diskussion jetzt aber nicht immer auseinandergehalten. Manchmal hat man, und das finde ich persönlich eher bedauerlich, man hat in der Diskussion eher den Eindruck, dass jetzt die Devise immer nur lautet, wenn man etwas aufschreiben muss, dann ist das schon zu viel. So ungefähr. Also Pflegedokumentation halte ich für einen ganz wichtigen Bestandteil der professionellen Pflege, und das sollte man auch weiterentwickeln, sollte man auch immer auf eine gute Qualität achten, egal ob das jetzt im Rahmen der Prüfung wichtig ist oder nicht. Also das ist für sich genommen fachlich wichtig.
Und man sollte nicht zu sehr mit der Frage daran gehen, wie können wir vermeiden, im Alltag zu schreiben. Schreiben gehört zur Pflege, sorry. Mhm. Punkt. Punkt. Endlich mal kein Punkt, Punkt, Punkt. Da der Christian gerade noch mit der Zeit das Thema angesprochen hat, ich gehe mal davon aus, dass die Zeiterfordernis zur Erfassung der Indikatoren natürlich im Gegensatz zum alten Prüfsystem natürlich ansteigt. Mhm. Wird das auch irgendwie honoriert von den Pflegekassen? Wahrscheinlich eher nicht. Oder gab es da mal eine Diskussion dazu, dass man einen größeren Stellenanteil vergütet jetzt für die Erfassung der Qualitätsindikatoren? Oder muss das einfach nebenher laufen? Das ploppt immer mal wieder auf in der Diskussion. Also gibt es da nicht für diese zusätzlichen Stellen auch Vergütung, aber man muss sich das jetzt mal ausrechnen, was das so eigentlich bedeutet. Wenn man bei einem Bewohner zweimal pro Jahr diese Ergebniserfassung durchführt, das sind zweimal 15 Minuten im Durchschnitt. Bei manchen Bewohnern geht es schneller, bei anderen, aber es ist eher selten, dauert es dann vielleicht länger. Und wenn man das mal ausrechnet im Sinne von, wie viele Ressourcen kostet mich das denn pro Jahr? Ja, und das mal vergleicht zum Beispiel mit der Frage, wie viel Zeit verwenden wir für unsere Übergaben oder für kollegiale Beratung oder für Gespräche, die im Team geführt werden, dann steht das alles nicht im Verhältnis miteinander zueinander. Ne? Also wir haben mal Zeiterfassung gemacht für diese, sagen wir, einrichtungsinterne Kommunikation, muss man so im Tagesdurchschnitt rechnen, 10 Minuten pro Bewohner und Tag. Für die Ergebniserfassung, die reine Zeit, da ist man bei, Moment, wie war das nochmal, 15 Minuten umgerechnet, heißt so ungefähr 0,08 oder sowas Minuten. 5 bis 10 Sekunden pro Tag an, also aufs Jahr gerechnet im Tagesdurchschnitt. Also es sind jetzt, sagen wir mal, keine Dimensionen, wo ich meine, dass man da eine riesen Personaldiskussion dranhängen sollte. Man sollte aber sich dessen bewusst sein, dass eben in der Phase, in der die Erhebung stattfindet, muss man auch, ist es eine Zusatzbelastung zweifellos, aber die Frage, wie der Personalausstattung, ich glaube, da gibt es andere Themen, die sind da wirklich wichtiger. Und es ist nicht die Ergebniserfassung, die da entscheidend ist. Nee, ich glaube aber, dass die Diskussion irgendwann kommt. Ja, ja. Aber so wie ich es bisher verstanden habe, wenn ich mich in der Einrichtung so gut aufstelle und so strukturiert meine Übergaben oder Fallbesprechungen organisiere, könnte ich auch diese Qualitätsindikatoren-Debatte oder das Austauschen darüber mit darin integrieren, so dass es halt auch einfach verpufft sozusagen vom Zeitaufwand oder also, Benefit sowieso bringt für die Versorgungssituation. Wenn man es mit einer Pflegevisite, die man sowieso macht, kombiniert, dann gibt es wieder Einsparungen an anderen Stellen und es gibt auch noch andere Einsparungen, weil wir, auch das ist, hat der Gesetzgeber ermöglicht, Einrichtungen mit einer guten Qualität, also guten Ergebnisqualität und guten Ergebnissen der Prüfungen, die müssen auch nicht jedes Jahr geprüft werden, sondern bei denen wird es möglich sein, den Prüfrhythmus auf 2 Jahre aufzustocken, also spart man 2 Tage Prüfbesuch ein. Ist auch wieder Aufwandsersparnis. Aber ich würde so, ehrlich gesagt, ich rechne ungerne so, weil aus meiner Sicht gehört das irgendwie zum internen Qualitätsmanagement und dann muss man sehen, wie man mit den vorhandenen Ressourcen auch umgehen kann. Vielleicht macht man das einfach gern, dass man sagt, okay, ich nehme mir da Zeit dafür, damit dann ein vernünftiges Ergebnis bei rauskommt. Ja, so, also ich meine, das kann ja auch ein Anreiz sein. Manche Mitarbeiter machen das gerne, ja, tatsächlich. Ja. Ich finde übrigens, dass man für Übergabe sehr viel Zeit investieren kann. Schön gesagt. Ja. Okay. Ich glaube, also für mich ist tatsächlich die Richtlinie jetzt gut dargestellt. Ja. Wie sieht es bei euch aus? Absolut. Ja. Sehr informativ. Das heißt, wo geht die Reise hin? Wahrscheinlich jetzt erstmal in die Masse, also sprich in die Schulung. Naja, sag mal, ich würde das gerne als Übergang in ein neues System sehen. Und Übergang heißt, es dauert auch ein paar Jahre, bis sich das alles eingespielt hat. Ich sagte es ja eben schon mal, Prüfer müssen sich umstellen, also in ihrer Haltung, in ihrer Vorgehensweise umstellen. Das ist nicht so banal. Einrichtungen müssen das auch machen, beziehungsweise die Mitarbeiter. Und man muss sich erstmal an dieses neue System gewöhnen, weil es ist wirklich was Neues. Und sagen wir mal, nach 20 Jahren Pflegeversicherung, wo man immer nur diese Anforderungen erfüllt, ja, nein, trifft nicht zu, hatte, das ist schon ein Systemwechsel. Da muss man, alle müssen sich ein bisschen darauf einlassen und sagen wir mal,
wir kennen alle auch so ein bisschen die angespannte Situation zwischen Einrichtungen und Prüfdiensten. Das ist zwar besser geworden in den letzten Jahren, aber auch da sehe ich die Chancen für einen Neuanfang, dass man tatsächlich das, was wir mal so schön sagen, Beratungsauftrag der der Prüfdienste, Prüfung als etwas, was die Einrichtung auch weiterbringen soll. Es gibt tatsächlich Chancen, eher jetzt in diese Richtung zu arbeiten, aber dazu muss man natürlich auch bereit sein, sich jetzt nochmal anders auf die Kooperation einzulassen. Das würde ich mir wünschen und das wird auch erforderlich sein, wenn das Ganze Erfolg haben soll, dass man mit einer Offenheit da rangeht und jetzt bewusst den Übergang gestaltet. Und wichtig für die Pflege, dass sie sich da als aktiven Part versteht und nicht mehr in der Situation ist, ach ja, da kommen die Prüfer, mal sehen, was die wollen, sondern die Pflege muss oder soll, das ist jedenfalls unser Wunsch, unser Ziel, soll jetzt in diesem ganzen Spiel eine aktive Rolle übernehmen, ja. Soll ihre Professionalität auch wirklich zum Ausdruck bringen. Das ist interessant, weil jetzt geht es nicht mehr darum, dass Qualität reingeprüft wird, sondern also Pflegende sind jetzt eigentlich selber dafür verantwortlich, die Pflege entsprechend darzustellen. Das ist ja sehr schön, ich freue mich darüber. Ich freue mich auf die Reise. Nur wie ist das ambulant? Gibt es da Bestrebungen, so ein System auch in ambulante Strukturen einzubetten? Wäre nochmal ein Thema für sich. Es gibt einen Vorschlag, für die ambulante Pflege ein Prüfsystem zu entwickeln. Wir waren ja auch daran beteiligt, das ähnlich ausgerichtet ist nach den Grundsätzen wie im stationären Bereich. Inhalte sind da natürlich ein bisschen anders, aber weg von der Dokumentation, eher hin zur Frage, was bewirkt Pflege jetzt beim Pflegebedürftigen, beim Patienten in diesem Fall. Das gilt dann auch für die ambulante Pflege. Das wird nochmal erprobt jetzt, das läuft gerade an, aber Indikatoren wie für die Pflegeheime wird es in dem Bereich vorerst nicht geben. Mhm. Also genauso nicht für die Tagespflege, auch das ist ein Bereich, da sind die Strukturen in Deutschland anders als in den Vereinigten Staaten, wo wir teilweise viel größere Einrichtungen haben. Das Indikatorenansatz würden wir erstmal für Deutschland auch so nicht empfehlen. Ne? Also, okay. Aber in die anderen Bereiche, auch da entwickelt sich die Qualitätsprüfung in diesem Fall dann eben weiter nach den gleichen Grundsätzen, wie wir jetzt in diesem Gespräch thematisiert haben. Okay, ja, damit sind wir im Grunde genommen am Ende. Am Ende, jetzt haben wir so viel gefragt. Haben Sie irgendwelche Fragen eigentlich? Nein. Das ist fast ein bisschen schade. So viele Informationen, also ich bin begeistert. Ich bin auch begeistert. Wir sind etwas über der Zeit, aber macht nichts. Wichtiges Thema. Genau. Tja. Bleibt aktuell, ist aktuell. Genau. Vielen Dank, Herr Dr. Wingfeld, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Ja, herzlichen Dank. Mir hat Spaß gemacht. Ja, uns tatsächlich auch. Ja. Genau, vielleicht noch ein paar Hinweise für die nächste Folge. Dann leg mal los. Genau. Thematisch wird sich unsere nächste Folge um ethische Fragen drehen, um Sterben oder generell das Thema Sterben in der Pflege. Und wir hoffen, dass ihr uns vielleicht einige Fragen stellt oder thematische Ideen zukommen lasst. Genau. Ja, per Mail, per Twitter, WhatsApp, WhatsApp ja heute nicht mehr, aber Facebook. Ja. Facebook, ja. Haben wir noch was? Ja, ich würde sagen, wir haben noch ein paar Termine zu verkünden, oder was? Ja, Termine. Hau mal raus. Och, Mike, pass auf. Also, wir sind auf dem Jungen Pflegekongress am 8. Mai. Ich weiß gar nicht, ob man sich da noch anmelden kann. Wo ist der denn? Der ist in Bochum. Ah ja. In Bochum, und dort trifft man auch uns, und ich weiß nicht, ob man sich da noch anmelden kann. Da müsst ihr tatsächlich mal gucken. 8. Mai in Bochum, Junge Pflegekongress. Hauptstadtkongress ist in Berlin. Gesundheitspolitik, Gesundheitsversorgung, Gesundheitsberufe in Zeiten des digitalen Wandels vom 21. bis 23. Mai 2019. Ich finde, digitaler Wandel hört man dieses Jahr sehr oft, ne? Oder? Ist alles digital. Ja, das ist wahr. Und der dritte Termin ist eine kostenlose Infoveranstaltung für Pflegende zum Thema Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen am 7. Mai 2019 um 13 Uhr. Kreishaus Lippe in Detmold. Ja, in Detmold ist auch ein wunderschön. Aktuelles Thema. Ja, genau. Gibt es eigentlich Informationsveranstaltungen? Ja, auf jeden Fall. Ja, wo? In Düsseldorf wird die erste sein. Es wird sogenannte Regionalveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen geben. Übrigens gemeinsam mit dem Gesundheitsminister Laumann werden wir dann auf Tournee gehen. Die erste findet am letzten Freitag im
April statt in Düsseldorf. Mhm. Und ansonsten kann man sich auf der Homepage des Ministeriums oder auf unserer Homepage auch mal informieren. Also alle Einrichtungen, die interessiert sind, wie nur das Ganze läuft. Nur die Einrichtungen werden eingeladen. Das genau. Ist nur okay. Für die Einrichtungen. Genau, nur Einrichtungen können sich dann auf der Homepage des Ministeriums dort für die Veranstaltung anmelden und sich schon mal vorab Informationen holen aus erster Hand. Wohin die Reise dann ab November 2019 geht. Damit sind wir am Ende. Genau. Und ja, ich sag nochmal ein großes Danke und danke. Wir sagen Tschüss, oder? Ja, bis zur nächsten Folge. Okay, tschüss. Ciao.